322, zweite Sendung. Ja, hallo. Ich heiße alle willkommen, die hier zuhören zu unseren Gesprächen über Sammlung von Ideen, wie wir die Gesellschaft unserer Zukunft gestalten können. Einerseits mit Mitgliedern im Landesverband, der in Gründung befindlich ist von Hamburg, von Wir 2020 und der Next Scientist for Future. Und wir sind ja jetzt im zweiten Gespräch. Da haben wir als Hauptthema uns Bildung und Erziehung überlegt gehabt, aber wir wollten zum Anfang einfach nochmal kurz eine Zusammenfassung des ersten Gesprächs geben zu einigen wichtigen Aspekten davon. Und da wollte ich Herrn Dillon bitten, dass er da nochmal die Punkte des letzten Gesprächs zur Gesundheitsreform kurz zusammenfasst. Ja, wir haben über die Gesundheitsreform gesprochen und ich muss jetzt noch mal sagen, was vielleicht für einige jetzt neu ist. Für uns ist in Stein gemeißelt nur unsere Grundformel und die ist wichtig, denn diese Formel steht über allem. Vorteilbringende Irrtümer aussterben lassen durch positive Anreize. Kurz VIs aussterben lassen durch PAs. Das ist unsere Zentralformel, um die es immer wieder geht und die alle Reformen in jedem Winkel der Gesellschaft müssen wir ausleuchten und dann wieder dieses Prinzip ansetzen, vorteilbringende Irrtümer, die uns allen Schaden zufügen, aussterben lassen durch positive Anreize. Und der große vorteilbringende Irrtum, mit dem wir uns ja beschäftigt haben, war ja der sogenannte vorteilbringende Gefährlichkeitsüberschätzungsirrtum bei Corona. Ja, also das heißt, wo eben sozusagen Drosten von einer Gefährlichkeit des Virus ausgegangen ist, die ja in den fantastischen Bereich gehört sozusagen. Und da sind wir uns ja wohl alle im Grunde einig, ne? Aber man sieht, wie gefährlich solche vorteilbringenden Irrtümer sind, sozusagen. Übrigens kann auch mal genau das Gegenteil ein vorteilbringender Irrtum sein. Denken Sie nur an die Krankenhaus-Killerkeime, da sind es eher vorteilbringende Gefährlichkeitsunterschätzungsirrtümer, die größeren Profite bringen, denn wenn man sich um Krankenhauskillerkeime nicht richtig kümmert, dann kommt es zu mehr Zusatzinfektionen und das belebt das Geschäft sozusagen, während die Holländer zum Beispiel ziemlich konsequent versuchen, Krankenhauskillerkeime zu verhindern. Ne? Also da sieht man die Unterschiedlichkeiten, die daraus resultieren. Also die einzelnen Reformen sind aber eben nicht in Stein gemeißelt, sondern nur diese Formel. Und darüber haben wir ja dann gesprochen, dass wir über zwei Varianten einer möglichen Gesundheitsreform gesprochen haben. Also zwei Arten, wie man positive Anreize setzen könnte. Ich denke zurzeit über vier Varianten nach. Also das ist offen, ja, und sozusagen. Ja, und dann eben, wie gesagt, was so wichtig ist, dass ich es in meiner Einführung nochmal dazu bringe, ist, dass wir eben, dass diese Sendungen jetzt, es werden ja jetzt dann zwei Sendungen sein, versuchen sollten schon auch wirklich an auch andere prominente Parteimitglieder zu bringen, sodass die sich entscheiden können, überzeugt mich das auch, wollen wir das wirklich eventuell parteiweit diskutieren als Ideen für Reformen sozusagen und ein präzisiertes Parteiprogramm sozusagen. Denn die Zeit ist knapp. Ne? Am Ende läuft uns die Zeit davon bei der Bundestagswahl. Ja, so viel. Ich denke, damit haben wir so das Grundprinzip gesagt. Vielleicht noch ein Hinweis zu dem positiven Anreiz. Der positive Anreiz soll dann so sein, dass im Gesundheitssystem der Arzt und alle anderen Fachleute auch, wir wollen das ja öffnen für alle Fachleute des Gesundheitswesens kriegen mehr positive Anreize, sprich Belohnungen, wenn die Leute seltener krank werden, wenn Krankheiten messbar, bewiesenermaßen verhindert werden und Gesundheit bewiesenermaßen und nachgewiesenermaßen gefördert worden ist. Ja? Der Arzt wird also endlich belohnt, wenn er mir hilft, gesünder, glücklicher und länger zu leben und möglichst gar nicht erst krank zu werden. Dafür wird er fürstlich belohnt. Ne? Das ist die Grundidee.
Ja, das war's zu dieser Formel, vorteilbringende Irrtümer aussterben zu lassen durch positive Anreize. Und genau das müssen wir jetzt auch auf das Bildungs- und Erziehungssystem dann anwenden, denke ich. Genau, das wäre dann die Frage dann gleich, wie sind denn die Reformen oder die positiven Anreize dann im Bildungssystem zu setzen von Ihrer Seite her? Ja, wie gesagt, das ist eine, letztendlich fußt ja diese Reformkompetenz. Wir sprechen also eigentlich intern lieber von Reformkompetenz als von einzelnen Reformen, weil diese 40-jährige Wissenschaftserfahrung uns eben die Möglichkeit gibt, auch aus einem sehr schlechten System mit ein paar positiven Anreizen doch noch ein besseres zu machen, sozusagen. Und jetzt wollte ich auch mal so den Ball mal zurückgeben, so einfach mal so an die Runde die Frage geben. Welche möglichen vorteilbringenden Irrtümer sehen Sie denn in unserem Bildungssystem? Haben Sie schon mal jemals darüber nachgedacht, wo sich Lehrer irren können, dem System schaden können, der Gesellschaft schaden können, vielleicht da und da daran selber aber profitieren und selber Vorteile gewinnen? Was könnten da mögliche vorteilbringende Irrtümer sein? Ich deute nur an, dass in Hamburg ja wohl auch mal eine Diskussion war, so über Bildungsgeschichten. Ne? Hat jemand eine Idee? Also zu konkreten Anreizen, also ich spreche jetzt Ukulose, kann ich jetzt da nicht viel sagen, sondern ich habe eine ganz andere Assoziation, wo Sie diese Frage stellen, Herr Dillon. Also ich kenne andere Meinungen zum Thema, ob denn überhaupt ein staatliches Schulbildungssystem in sich überhaupt einen Sinn macht. Ja? Aus dem Grunde, dass die bloße Tatsache der Staatlichkeit eben schon die Möglichkeit der freien Bildung stark einschränkt, weil der Staat immer ein Interesse daran hat, einen Staatsbürger zu erziehen und nicht einen selbstständig universal denkenden Bürger. So vertreten werden also solche Gedanken zum Beispiel ja, in der sozialen Dreigliedrigkeitslehre von Rudolf Steiner, und sie werden auch modern vertreten, zum Beispiel von der österreichischen Wirtschaftswissenschaftlerlehre, den Austrian Economics. Ja, genau, kenne ich auch. Von, ja. Von Mises etc. zurückgehen. Genau, Hayek dort, von Mises, ne? Genau, Hayek, Mises und all diese. So, ja. Und dort wird ja grundsätzlich abgelehnt, ja, also quasi in beiden Systemen, in diesen beiden Lehren, dass der Staat in irgendeiner Weise auch nur den Hauch ja, eines positiven Einflusses auf das Bildungssystem haben würde. Ja, deswegen, dann würde ich das jetzt mal als vorteilbringenden Irrtum umformulieren, nämlich der vorteilbringende Irrtum wäre schon von vornherein, ein Bildungssystem muss staatlich sein. Ja, also und da würde ich auch sagen, da können wir offen mit sein. Ja, also zum Beispiel, ich sehe beides für möglich. Staatliches Bildungssystem, privates, ich sehe da keine grundsätzlichen Probleme, aber so hat jemand, also das wäre ein möglicher vorteilbringender Irrtum, den man formulieren könnte. Und sieht jemand noch irgendeinen anderen vorteilbringenden Irrtum, der also den Lehrern Vorteile bringt, aber eher der Gesellschaft schadet? Die Verbeamtung zum Beispiel, dass man davon ausgeht, dass man Lehrer absichern muss, damit er einen ordentlichen Job macht, finde ich schon schwer unglücklich. Ja, das formulieren wir mal als vorteilbringenden Irrtum. Also sozusagen der vorteilbringende Irrtum lautet, Lehrer müssen beamtet sein, damit sie sicher sind. Und damit sind sie allerdings auch dann sozusagen gewissermaßen auch einen Teil des Leistungsdrucks auch enthoben, muss man ganz klar sagen. Sie sind nicht mehr so leicht kündbar und können dann auch sozusagen viel Unfug anstellen mit den Kindern, ohne dass sie rausgeschmissen werden können oder so. Da würde sich dann schon das Zweite anschließen, dass Schüler benotet werden und Lehrer aber nicht.
Genau, da kommen wir der Sache doch schon näher. Also Lehrer dürfen, also vorteilbringender Irrtum, Lehrer sollten nicht beurteilt werden oder nicht gemessen werden. Ihre Leistung sollte nicht gemessen werden. Es sollte eine Art Schlaraffenland sein, wo sie quasi leistungslos Einkommen beziehen können auf Kosten der Steuerzahler. Ne? Das ist, könnte man als vorteilbringenden Irrtum bezeichnen, richtig? Ne? Weiter, vielleicht noch jemand? Ja, ich hätte da auch noch einen weiteren Punkt, der vielleicht den ersten Punkt noch ein bisschen ausweitet. Die Frage einerseits, ob die Bildung staatlich gesteuert sein muss. Warum muss die Bildung von Erwachsenen entschieden werden, was die Kinder lernen müssen? Ja. Also es gibt ja durchaus auch Modelle. Darf ich das wieder als vorteilbringenden Irrtum formulieren? Das würde wieder bedeuten, der vorteilbringende Irrtum lautet, die Erwachsenen wissen viel besser als die Kinder, was den Kindern Lust macht, wie sie sich Welt aneignen möchten. Ja, dabei, die Kinder wissen doch eigentlich viel genauer, was ihnen jetzt als nächstes Lust machen würde, an Weltaneignungskenntnis zu erwerben. Und eigentlich müssten die Kinder den Bildungsprozess steuern. Ja, und dieser vorteilbringende Irrtümer, die Erwachsenen entscheiden, was die Kinder lernen müssen, stört ja eigentlich schon den natürlichen Weltaneignungsprozess eines Kindes. Ne? Und dieser vorteilbringende Irrtum, der würde dann riesigen Schaden anrichten. Das sehe ich auch so. Ne? Ja, aber in dem Moment, wo man den Gedanken so denkt, dass die Kinder selber entscheiden können, dann müsste ja auch ausgeschlossen werden können, dass die Kinder sich irren. Das heißt, es müsste beurteilt werden, ja, welche Äußerungen des Kindes adäquat sind und welche nicht. Deswegen, wir kommen ja nachher zu unseren den internen Lösungsmodellen bisher und da wird das natürlich berücksichtigt, dass man natürlich den richtigen Kompromiss finden muss, sozusagen, dass die Lehrer ein großes Interesse daran entwickeln, sozusagen die Stelle zu entdecken, wo die Kinder gerade stehen und wo eigentlich ihr Aneignungsbedürfnis, Weltaneignungsbedürfnis gerade steht. Und das können wir herstellen durch die richtigen positiven Anreize dann eben. Aber ich wollte das nur so mal machen, damit Sie, wenn jetzt niemand noch eine besondere Idee hat für einen vorteilbringenden Irrtum, nur dass ich deutlich machen wollte, was vorteilbringende Irrtümer sind. Ich hätte noch was. Ja. Ich weiß nicht formal, ob wir dann gleich auch zur Redekreistechnik irgendwie übergehen werden. Aber jetzt, wo wir bei den Überschriften sind, was können die vorteilbringenden Irrtümer sein? Eigentlich gibt es ja dieses Vorteilbringen nur unter dem Gesichtspunkt der Kurzsichtigkeit. Weil vorteilbringende Irrtümer, wir verstehen ja darunter etwas, was langfristig Schaden anrichtet. Das heißt, vorteilbringende Irrtümer sind die Orientierung, nach kurzsichtigen Motiven zu gehen, ohne die ausreichende langfristige Nachhaltigkeitsdenke, so formuliere ich das mal. Kurzsichtig und egoistisch. Ja, genau. Und da ist die Frage, wo liegt da dieser Fehlmechanismus dran, dass wir so auf kurzfristige Vorteile ausgelegt sind, statt eben auf langfristig richtiges Denken, Nachhaltigkeitsdenken? Und das halte ich für eine extrem spannende Frage, die eben auch im Bildungsbereich keineswegs angemessen gestellt wird und behandelt wird. Ich sage nur zwei Akzente dazu. Ja. Ich habe mich in meinem persönlichen vielleicht Leben... Kann ich das aber abkürzen, vielleicht kann ich das ja. abkürzen, indem ich sage, die sozusagen die ja letztendlich, dass die vorteilbringenden Irrtümer, dass da Professor Hans-Werner Sinn würde uns da sagen, das ist leider die Schwäche des Menschen, dass er auch kurzsichtige und langfristig sogar für ihn selbst schädliche Dinge macht aus einem Egoismus, kurzsichtigen Egoismus heraus und sozusagen, und da, deswegen müssen wir das System so wasserdicht und wetterfest machen, wie es Professor Sinn sagen würde, dass eben genau wir den kurzsichtigen Egoismus auf Kosten der Gesellschaft nicht mehr zulassen. Und genau darum geht es. Und vielleicht sage ich jetzt einfach schon mal so, wie wir so im Allgemeinen in den internen Diskussionen bisher sozusagen über vorteilbringende Irrtümer gesprochen haben. Also wir sagen ganz klar,
dass sich sozusagen der Frühlehrer, wir sprechen ja immer über, wir vergleichen ja immer zwei Frühlehrer, einen wahrheitsorientierten Frühlehrer und einen, der sich nach dem Naturgesetz von Mutation und Selektion oder besser Variation und Selektion zwangsläufig irrt. Denn Irrtümer gehören zur Evolution. Die, also Mutationen sind eigentlich auch nichts anderes als Irrtümer der Evolution. Und da greift dann die Selektion an und macht daraus am Ende wieder was Funktionsfähiges sozusagen. Und genauso ist es mit dem Denken. Die Irrtümer gehören ganz normal zur Evolution. Jeder Irrtum, der gedacht werden kann, wurde auch mal und wird von irgendjemandem mal gedacht werden. Also gibt es dann Lehrer, ein Frühlehrer, der eben sozusagen eine ganz merkwürdige Bildungsphilosophie aufstellt, ein neues Bildungssystem aufstellt. In Hamburg gab es da ja wohl auch Systemfrage, Diskussionen und so weiter. Und der glaubt aber seine Irrtümer und hält die für den Weisheit letzter Schluss. In Wirklichkeit werden die Kinder frustriert, entwickeln ihre natürliche Kreativität, ihre Innovationsfähigkeiten nicht, all ihre Fähigkeiten, mit denen sie der Gesellschaft wirklich Nutzen bringen könnten, werden nicht entfaltet durch diese fragwürdige Bildungsreform und Bildungsideale sozusagen. Aber eben der Lehrer selbst profitiert dadurch, denn denken wir daran, dass vor einigen Jahrzehnten noch nur 5% zum Gymnasium gegangen sind und die Leute nach 9 oder 10 Jahren Schule durchaus fähig waren, wirklich das Berufsleben gut aufzunehmen, und wir heute 50% aller Leute im Gymnasium haben, ohne dass sich irgendwie die Qualität gebessert hätte. Nur eins ist gekommen: es gibt 4 Jahre mehr Verdienstmöglichkeiten für Lehrertum, und es gab also unheimliche Möglichkeiten, dass das Lehrertum wachsen konnte, sich aufblähen konnte, mehr Leute konnten Schulleiter werden, mehr Leute können jetzt Nachhilfe für Schüler geben als Lehrer, so im Nebenberuf noch und so weiter. Also das heißt, dass der vorteilbringende Irrtum Schädliches für die Kinder sozusagen als wahr zu halten, hat sich bewährt, weil man dann ja sagen kann, im Prinzip immer, der zum Vorteil bringenden Irrtum gehört immer, ja, die Kinder, die sind halt nicht intelligent genug, oder die Kinder tun sich so schwer. In Wirklichkeit macht es der Lehrer den Kindern aufgrund der falschen Bildungsideale schwer, überhaupt lernen zu können. Ja? Darf ich da was ergänzen gerne? Ja, ja, ja. Das passt nämlich an dieser Stelle sehr gut. Wir müssen da auch mal mehr in die Tiefe gehen, an die Ursachen, warum das so ist. Und was ich aus meiner, ich gehöre ja auch diesem Stand in etwa an, weil ich ja Diplompädagogin bin, und ich habe mich ganz bewusst gegen das Schulamt entschieden. Das Problem sehe ich grundsätzlich darin, dass man kann sagen, 80% sind eigentlich nicht für den Lehrerberuf geboren. Ja. Und haben den Lehrerberuf eher aus einer Notlösung genommen, weil sie nicht wissen, was sie tun, oder sie haben sich identifiziert mit einem Fachbereich, Biologie, Mathematik, das sind Fachwissenschaften. Aber um Lehrer zu sein, da braucht man Psychologie, dafür braucht man Pädagogik. Und das ist ein ganz großer Mangel in unserer Weiterbildung, dass die Pädagogik und die Psychologie überhaupt also ein Schattendasein fristet. Ja? Also ich würde dafür plädieren, es muss eine Art Auswahlkriterium sogar geben, bin ich für den Beruf des Lehrers überhaupt geeignet? Ja? Ja, menschlich, genau. Denn viele gehen auch in den Lehrerberuf um ihre eigenen Schultraumatisierungen. Aus meiner Beobachtung, ich habe auch zu meinen Kunden und Klienten auch Lehrer im Burnout zählen, wo ich sehe, der Beruf des Lehrers wurde ergriffen, um ein eigenes Trauma in den Griff zu bekommen. Das gilt ebenso auch für die Psychologiegruppe. Ja, ja, das ja, ist ja eigentlich an und für sich überhaupt nicht schlecht. Ja? Ja. Im Gegenteil, wer ein eigenes Problem hat, daran arbeitet, sich entwickelt. Aber wir brauchen ja eigentlich die Besten aber als Lehrer in der Gesellschaft, gell? Ja, aber das ist etwas, was im Erziehungs- Weiterbildungsbereich grundsätzlich fehlt, wirklich
dass man erstmal prüft, was ist die Motivation neben diesen Anreizen oder Negativanreizen, die Sie gerade erwähnt haben, dass ich Lehrer werde. Ja, genau. Das ist genau ein Riesenthema. Und jetzt gehen wir aber über, damit es nicht zu lang wird beim Bildungssystem, denn das System ist schwierig genug, zur Frage, was würden Sie denn jetzt für positive Anreize setzen, um solche möglichen, und so ganz genau werden wir nie wissen, wie die vorteilbringenden Irrtümer innerhalb des Lehrersystems alle sind. Ja? Da wird es viele geben und viele Varianten, aber entscheidend ist jetzt, welche positiven Anreize würden Sie jetzt mal so als jemand, der vielleicht nicht 40 Jahre ungefähr Wissenschaftserfahrung hat, einfach da versuchen zu setzen. Und dann reden wir mal über unsere Vorschläge. Hat jemand eine Idee? Positive Anreize? Nur zu, wir können ja nichts verkehrt machen. Sie müssen das ja nicht können. Ich kann es vielleicht nochmal aufgreifen. Also ich hatte ja versucht, als allgemeinen Mangel zu beschreiben, dass die Menschen alle von kurzfristigen Motiven geleitet werden oder Belohnungseffekten und das langfristige Verantwortungsdenken gar nicht als das Beglückendste erleben. Mhm. Ich würde es für entscheidend halten, dass diese Thematik überhaupt als Bildungsthema ganz oben drüber über alles gestellt wird. Und ich denke, dass das also quasi der Versuch, den Menschen auch ein bisschen besser zu machen, indem man ihn sozusagen viel mehr mit dem Thema Verantwortungsbewusstsein für das Ganze und das große Ganze konfrontiert und sozusagen diese kurzsichtige und dann auch sein eigenes Leben am Ende beschädigend, denn jeder Lehrer, der sozusagen aus egoistischen Gründen sozusagen für seine eigene Karriere nur arbeitet, der schädigt ja am Ende die Gesamtgesellschaft und das schädigt am Ende auch wieder ihn. Also du möchtest ihn also insofern etwas verbessern, indem er auch in dieser Richtung besser gebildet wird, in diese Verantwortungsperspektive. Genau. Ich kann das konkretisieren mit drei Überschriften quasi. Das eine ist immer, am besten an den Früchten wird man es erkennen, gerade Kinder auch. Die kann man schwer mit irgendwelchen Theoriekonzepten einfach nur erreichen oder begeistern, sondern man müsste ihnen das Beispiel von Menschen geben, die für langfristige Verantwortung leben und sich dadurch am glücklichsten fühlen. Ja. Da gibt es da einige Vorbilder für. Ich selber versuche auch so ein Versuchskaninchen zu sein, dass ich mich gar nicht frage, warum klappt es hier nicht oder warum klappt es dort nicht, sondern wie erreiche ich für mein persönliches Leben und meine Praxis, dass es nachweisbar reicht. Also ich mich am glücklichsten fühle durch diese langfristige Verantwortungsorientierung. Ja. Und die zweite Überschrift, in der Wissenschaft ist das eigentlich erforscht, es wurde eben der Gesichtspunkt Psychologie schon angesprochen. In der Entwicklungspsychologie gibt es ja ein Konzept dafür, wie wirkliche Persönlichkeits- und Verantwortungsreife sich bildet, auch bei Kindern. Lorenz Kohlberg wahrscheinlich, ne? Genau, Lorenz Kohlberg mit dem Konzept des Post-Conventional Level kommt im Moment im Bildungssystem überhaupt nicht vor, müsste ein zentrales Thema sein, wenn wir Menschen erlebbar machen wollen oder überhaupt verständlich machen wollen, wie kann langfristiges Verantwortungsdenken uns von innen her bis zur Lebenspraxis bestimmen? Ja. Und das Dritte ist eben dann insgesamt, dass die Korruptionsinteressen, also im Moment ist ja dieses Bildungssystem auch so, weil die Geldgeber es so haben wollen, die Mächtigen und die Geldgeber. Und wir müssten eben wirklich freie Argumenteplattformen hinbekommen, die auch so gesellschaftsrelevant werden, dass die ganzen Weichenstellungen auch bei den Kultusministerien nicht von kurzfristigen Geld- und Profitinteressen bestimmt werden, sondern von solchen freien Argumenteplattformen, die schauen einfach, was hat die besten Argumente, auch wenn es von den leisesten Stimmen geäußert wird. Und was kann für die Gesellschaft in diesem Sinne auf lange Sicht dann am besten sein? Ja, also in diesem Sinne positive Anreize setzen ist dein Vorschlag. Ich sage, nenne es mal sozusagen auch ein bisschen den Menschen verbessern sozusagen im System, wäre eine Sache. Hat ja jemand noch eine andere Idee? Irgend noch ein jemand vielleicht eine Idee? Wie würde er eventuell positive Anreize setzen? Ja, ein positiver Anreiz ist, bevor ich einen Menschen verbessern kann, muss ich aber erstmal eine Vorstellung haben, was denn der Mensch als solcher überhaupt ist. So, und da kann man ja sehr verschiedene Positionen haben. So, man kann ja der Meinung sein, dass der Mensch nur dazu dient, der Gesellschaft nützlich zu sein als arbeitende Kraft. Und dann wird er eben so ausgebildet, dass er genau in die fehlenden, ich sag mal, Beschäftigungsstellen reinpasst. So, man kann aber auch sagen, ja, der Mensch ist nur ein funktionierendes Wirtschaftsteil ohne irgendeine Wertung und dann ergibt sich alles schon von alleine nach Angebot und Nachfrage. So, oder aber man kann
so wie die Anthroposophen sehen und sagen, ja, der Mensch ist ein geistiges Wesen. So, und wenn man nicht seine Geistigkeit und seine inneren Kräfte, die auch über das physische Leben hinausgehen, nicht berücksichtigt, ist Bildung sowieso schon von vornherein fehlerhaft. So, das heißt, man müsste sich ja eigentlich erstmal die Frage stellen, bevor ich irgendeine Maßnahme treffe, wovon reden wir überhaupt? Was ist denn überhaupt unser Beobachtungsgegenstand, in dem Fall der Mensch? So, was sind seine Potenziale? So, was sind seine Chancen und Risiken? Und was ist er in sich selbst? So, ja. Das wird ja bisher überhaupt gar nicht diskutiert. Ja. Ja, also ich meine jetzt nicht in unserer Runde, sondern grundsätzlich nicht, sondern der ist einfach da und fertig. Ja, ja. Deswegen bin ich übrigens auch dafür, dass wir ein neues Fach brauchen. Weltkunde oder Weltenkunde. Also, dass die Kinder immer wieder lernen, wie vom Anfang, vom Urknall, vom Anfang dieses Universums, sich das Universum evoluiert hat, wie sich Leben evoluiert hat, wie wir uns evoluiert haben, wie unsere Urgroßmutter aussah, wie unsere, ja, und so weiter. Das nenne ich so Weltkunde. Und genau das mangelt es. Alles Wichtige darüber, wie wir Menschen eigentlich sind, was wir merkwürdige Lebewesen sind, das lernen wir alles nicht in der Schule. Wir haben also eigentlich alles Wichtige nicht gelernt. Ja, was man für die Gestaltung einer Demokratie braucht, haben wir nicht gelernt. Ja? Und ich möchte das auch noch mal ergänzen. Ja, ja. Die Lehrer, die Pädagogen, dass sie einfach mehr sich die Entwicklungspsychologie eines Kindes anguckt. Es gibt wirklich sehr gute Beispiele des Lernens. Vera Birkenbiel. Kenne ich auch, ja. Jedem einen Begriff, die hervorragende Anregung gegeben hat für artgerechtes, hirngerechtes, kindgerechtes Lernen. Auch die Emotionen spielen eine Rolle, dass sie mit integriert werden. Ohne Emotionen kann kein richtiges Lernen stattfinden. Also über den Tellerrand gucken und dafür Anreize geben, sich dort fortzubilden, dass man dafür entsprechende Punkte, Aufstiegsmöglichkeiten bekommt, der Lehrer, ja, dass er sich darum kümmert und nicht darum kämpfen muss. Es werden so viele gute auch Angebote gegeben, die werden aber gar nicht entsprechend genutzt, ja, vom Kultusministerium oder von den Behörden dann entsprechend auch benotet. Genau. Ja, und also, auch finanziell also, unterstützt. Ja. Sondern es wird immer nur das alte, nicht funktionierende, mit kleinen Abweichungen immer wieder aus der Schublade rausgeholt. Das Oberziel heruntergebrochen in Unterziele fehlt einfach. Ja, ja, genau. Und jetzt haben wir aber auch gesehen, anhand dieser Beispiele jetzt, wie schwer es wirklich ist, also wirklich sich ganz klar zu sein, wie können vorteilbringende Irrtümer aussehen. Und die wir dann ja aussterben lassen wollen, das ist der Hinweis auf die naturwissenschaftliche evolutionsbiologische Basis, durch positive Anreize, wie schwierig das ist. Und wie man könnte jetzt von Hölzchen auf Stöckchen kommen. Wir könnten jetzt philosophieren und diskutieren, den ganzen Tag diskutieren. Und deswegen muss ich jetzt mal versuchen, auf den Punkt zu bringen. Wie gesagt, die Bildungsreform, es gibt nichts Komplizierteres als die Bildungsreform. Das ergibt sich aus einer Tatsache. Wir haben Millionen Kinder und wir haben Tausende, Hunderttausende Lehrer. Ich weiß gar nicht, wie viel wir in Deutschland haben. Und die Kunst ist jetzt, wie wollen wir jetzt bei einem solchen Wust, dass jedes Kind in seinem Leben bis zum Hochschulabschluss oder zu einem anderen Schulabschluss zig Lehrer hat sozusagen. Wie wollen wir diese Tatsache in den Griff kriegen? Ja, und wie können wir da feststellen, ob ein Lehrer dem Kind geschadet hat auf seinem Entwicklungsweg oder ob er es gefördert hat und bestmöglich gefördert hat? Das ist unheimlich schwierig und da empfehlen wir mal über die Rückwärtstechnik nachzudenken. Wir nennen sie scherzhaft so die Rückwärtstechnik. Also, wir sagen ganz klar, wir könnten Bildungsideale haben, so viel wie wir wollen. Wenn sie am Ende nicht zu einem kreativen, innovativen, ideenreichen, kritischen, nachdenklichen, gesellschaftskritischen Menschen führen, dann hat es eh nichts gebracht. Und solch ein innovativer, kreativer Mensch wird aber auch von der Wirtschaft und in der Gesellschaft in allen Bereichen gefragt sein und wird dementsprechend auch hohe
Honorare und Gehälter bekommen sozusagen. Also müssen wir als Kriterium, es geht nicht anders, wir können kein anderes Kriterium nehmen, dass wir als Messgröße das Einstiegs sozusagen die Kinder nehmen ab dem Einstiegsgehalt, das sie beziehen, wenn sie nach der Ausbildung, zum Beispiel nach dem Hochschulabschluss, ihren ersten Beruf aufnehmen. Und dann wird geguckt, entweder ob sie jahrelang arbeitslos sind, dann ist es ja Nulleinkommen sozusagen. Und es wird so geguckt, was sie an Steuer- und Abgabenleistung sozusagen in die Staatskasse einzahlen. Ne? Das wäre unsere Messgröße. Hat da jemand schon grundlegende Einwände? Wäre mal interessant. Ja, ich habe da grundlegende Einwände, weil den Geisteswissenschaften wird man dadurch nicht gerecht. So alles, was nicht in messbare Einheiten sofort reinfließt, ja, zum Beispiel wenn jemand eine ganz hervorragende künstlerische Komponente hat, oder so wie ich, der hat mal 10 Semester Philosophie studiert ohne Abschluss, ja, so, da hat der Staat kein Pfennig Geld dran verdient, ja. Ja. So, ich habe auch kein Geld dran verdient. Und trotzdem jetzt ist nur die Frage, ich habe ja eben über Bildungsideale gesprochen, die wir alle haben, ja. Aber hat jemand eine bessere Messgröße? Das ist ja die Frage. Es geht ja nicht darum, ob diese Messgröße ideal ist, sondern nur, ob jemand eine bessere weiß. Ich habe eine. Es könnte auch, also es gibt ja so Art Glücksmessumfragen. Also das nur unsere Wohlfühlstimme zum Beispiel, ja, unsere Wohlfühlstimme zum Beispiel könnte man jetzt nehmen, aber dann hätten Sie eventuell einen Absolventen, der nie arbeitet im Leben und der gibt die besten Wohlfühlstimmen ab. Wie wollen Sie das verhindern? Ja, umgekehrt, wer nur aufs Geld guckt, dann studieren alle Wirtschaftswissenschaft. Ja, ich hätte einen anderen Vorschlag, einen Alternativvorschlag, nämlich, dass wir gucken, was ist gesellschaftliches Gemeinwohl. Und ich sage gleich dazu, also wenn bei mir Nebengeräusche sind, ich habe schon gesagt, also ich lebe nicht nur als Aussteiger, sondern ich versuche, ein Versuchskaninchen dafür zu sein, zu zeigen, wie langfristige Verantwortungsdenke einen maßgeblich bestimmen kann. Also ich sitze hier am Rande des Freiheitswiderstandscamps nach der großen Demonstration am 29.08., wo es hieß, wir kommen nach Berlin und wir bleiben, bis eine Lösung existiert. Also bis dieses korrupte Gesellschaftssystem, was zu sowas wie jetzt den Corona-Sachen fähig ist, sich insgesamt systemisch umstellt von Korruptionseinfluss auf langfristige Verantwortungsargumentation. Also wenn jetzt hier solche Hintergrundgeräusche sind, liegt das an meinem Lebensrahmen. Und ich würde auch empfehlen, dass man bezüglich Kindererziehung, mache ich gerade mit meinem kleinen Sohn hier, also ich rede aus der Praxis, dass man die Kinder nicht in irgendwelche Lehrräume stellt, wo irgendwelche akademisch verbildeten Lehrer, die im Grunde genommen auch nur nach Anpassung oder Geld verdienen gehen, dass nicht die als die hauptsächlichen Ausbilder der Kinder gelten, sondern dass man die Kinder dahin bringt, wo Menschen gesellschaftsverantwortlich handeln und leben und dass sie aus der Praxis, aus dem Mitleben heraus erleben können, wie erfüllend das sein kann und wie man so leben kann. So wie ich meinen Sohn jetzt hier in das Camp gebracht habe, damit er Menschen erlebt, die jetzt hier sind, die ihr ganzes Leben, also mit Haut und Haaren dahinter stellen, dass jetzt hier keine digitale Überwachungsdiktatur entstehen darf, sondern wir vielmehr endlich echte Demokratie an die Stelle setzen müssen. Ja, das Mitleben war ja die erste Form der Erziehung in der Menschheitsevolution. Das Mitleben, ich denke immer an das Kind, die Mutter fegt die kleine Bambushütte oder was es ist und das Kind fegt mit und so weiter. Das Mitleben war ja, bevor die Lehrer kamen. Man kann jetzt natürlich auch in ganz in Frage stellen, ist nicht Lehrertum an sich schon ein Problem? Aber die Frage, die würde ich jetzt so im Moment nicht stellen wollen, weil das ja eine ganz tiefe Frage ist. Ist es nicht besser, wenn die Eltern die Kinder ans Leben heranführen oder fremde Lehrer? Ist das nicht immer ein Risiko und ein Problem? Ja? Aber so tief würde ich gern heute nicht einsteigen. Ja? Ja? Und zwar zu dieser Frage, worum geht es? Warum müssen wir lernen? Was müssen wir lernen? Was ist wichtig für Kinder zu lernen? Und ich glaube, es müsste eine Art Bestandsaufnahme erfolgen durch entsprechende Arbeitsgruppen. Was braucht unsere Gesellschaft? Und jeder Mensch hat so viel Talent und Potenzial,
und geht damit leider zu Grabe. Und es muss also irgendwo mal eine Aufstellung gemacht werden. Was braucht unsere Gesellschaft und welche Kompetenzen braucht es dafür? Und natürlich braucht es Lehrer. In allen Kulturen gab es Lehrer und Weise, die junge Menschen an die Hand genommen haben, ihr Know-how übermittelt haben. Aber ich glaube, das könnte dann auch unser Schulsystem positiv beeinflussen, wenn wir erstmal anfangen, was brauchen wir in unserer Gesellschaft, damit alles reibungslos geben und nehmen in Einklang funktioniert. Und daraufhin wird es dann Lehrer geben, die ihre Talente dann weitergeben. Lehrer oder haben auch zu gucken, wo sind die Talente von den Kindern und wo können sie dann übergeben werden. Hätten Sie eine stabile Messgröße, die unsere Gesellschaft braucht. Ja, hätten Sie eine stabile Messgröße. Wenn nicht, ich will mal so deswegen ein Stück weitergehen, damit wir ein bisschen noch mehr zu diskutieren haben. Ja, ich will mal diese Rückwärtstechnik erklären. Ja, also wie gesagt, wir können darüber diskutieren und das würde dann in der gesamten Gesellschaft diskutiert werden, ob die Steuer- und Abgabenleistung sozusagen der Absolventen sozusagen, ob die wirklich eine optimale Messgröße ist. Aber uns ist bis jetzt keine bessere eingefallen, weil am Ende will auch die Gesellschaft für die Investition in die Bildung der Kinder schon auch, dass dann kreative, innovative, entweder junge Unternehmer entstehen, die neue Arbeitsplätze schaffen oder die in den Innovationsabteilungen der Betriebe mitarbeiten oder kreative, neue, junge Ärzte sind, Psychologen sind, was auch immer sind. Ja? Und deswegen sage ich jetzt mal vorläufig Steuer- und Abgabenleistung der Absolventen. So, und jetzt gehen wir rückwärts. Ja, aber der Gedanke ist nach meiner Meinung nicht ganz runter, Dylan. Denn es gibt genügend Beispiele dafür, wie Eltern, die selber einen gewissen finanziellen Freiraum haben, ihren Kindern irgendwelche, ich sag mal, Sonderausbildung beibringen. Ob das der Drill zum Geigenspieler ist oder zum Reitchampion oder sonst nicht was. Das heißt, da hat die Gesellschaft erstmal überhaupt gar keine Interessen dran, sondern es ist ein reines Privatvergnügen. Ja, von diesen wohlhabenden Familien, dass sie sagen, ja, meine Kinder, die sollen entweder meine Tradition weiterführen, deswegen müssen die das und das lernen, oder aber die sollen vielleicht einfach nur die unerfüllten Lebenswünsche der Eltern erfüllen und deswegen müssen sie das lernen. Das heißt, dort findet sehr wohl eine Steuerung statt, aber diese Steuerung hat rein gar nichts mit gesellschaftlichen Bedürfnissen zu tun. Ja, das ist ja der Fall, wo dann die Eltern die Kinder zu etwas hin terrorisieren, zum Supermusiker oder zu anderem, was ist natürlich eine krasse Fehlentwicklung. Ja, fällt ja grundsätzlich aus jeglicher externen Messgröße raus. Ja. Wer das Geld hat, der kann machen, was er will, der kümmert nicht, was die Gesellschaft braucht. Ja, aber das Entscheidende ist ja, welche positiven Anreize müssen wir setzen. Ich stelle jetzt mal kurz das Modell dar, ganz kurz, das dauert 3 Minuten oder so, stelle ich mal das Modell dar, das intern so bis jetzt am meisten diskutiert wurde beim Weltrat jetzt speziell. Ja? Und zwar rückwärts. Rückwärts bedeutet, nehmen wir mal an, es wäre jetzt jemand, der hätte ein vollständiges Studium gemacht und wäre jetzt gerade in den Beruf gegangen und zahlt zum ersten Mal Steuern und Abgaben. Ne? So, und jetzt wird geguckt, aha, die Professoren des Hauptstudiums, deren positive Anreize bzw. karrieremäßigen Belohnungen, was auch immer dann man für Mittel nimmt, werden davon abhängig gemacht, wieso die Steuer- und Abgabenleistungen ihrer Absolventen sind, sozusagen. Und dann erstellen diese Professoren einen Eingangstest für die Studenten des Grundstudiums. Das heißt, dieser Eingangstest, den die Hauptstudiumsprofessoren erstellen, ermöglicht dann wiederum die Beurteilung und Bewertung der Dozenten des Grundstudiums. Ja? Und die Professoren des Grundstudiums stellen Eingangstests für die Abiturienten bzw. für die Hochschulzugangsberechtigten sozusagen dar.
die dann wieder die Rückmeldung ergeben und die positiven Anreize und die Belohnungsausschüttungen, die Verdienstzuschläge, Ausschüttungen regulieren der Oberstufenlehrer des Gymnasiums. Und die Oberstufenlehrer erstellen wieder Eingangstests für die Oberstufe und so geht das jetzt kettenmäßig immer weiter runter, ja, bis wir sogar die Kinder Kita-Mitarbeiterinnen sozusagen die Einschulung, bei der Einschulung die Grundschullehrer erstellen Tests für die Kinder bei der Einschulung. Man könnte jetzt dann noch sogar so weit gehen, dass man sogar vor der Kita, dass man sogar bei der Kita Eingangstests macht, die dann vielleicht nicht verbal sind oder andere Sachen, um sozusagen zu gucken, wie so der Anregungsreichtum sozusagen des Elternhauses, der Mutter und so weiter gewesen ist, könnte man auch machen, denn wir haben ja sogar so weitgehende Konzepte, dass wir sogar sagen, wir wollen den Müttern eine vorgezogene Mütterrente geben. Sobald die Kinder in den Beruf eintreten, kriegen dann die Mütter schon eine vorgezogene Mütterrente für ihr selbstloses Bemühen, die Kinder bestmöglich anzuregen und zu fördern, ohne sie jetzt zu triezen. Denn Triezen führt am Ende immer zu schlechten Ergebnissen, ne? Und sozusagen, so könnte man dann sozusagen jeden Teil der Gesellschaft bis runter zur Kita-Mitarbeiterin, die ja das Problem hat, dass sie erst 20 Jahre später erfährt, was aus ihren Kindern geworden ist, sozusagen, die kriegt aber dann schon durch die Eingangstests schon nach ein, zwei Jahren schon eine Rückmeldung und kriegt auch schon Belohnungen ausgeschüttet. Und dadurch wird durch diese Rückwärtstechnik sozusagen, kriegt jede Berufsgruppe schon innerhalb kürzester Zeit ganz klare Verdienstzuschläge gemäß der Leistung. Man könnte noch dazu nehmen, muss man diskutieren, ob man noch einen Intelligenztest der Mutter und des Kindes, es gibt ja auch für Kleinkinder Intelligenztests, kindgemäße Intelligenztests, sodass man dann also nochmal auch die Ausgangsbasis abschätzen kann. Das müssen uns aber die sogenannten multivariaten Statistiker, die Faktorenanalytiker sagen, ob sie eine Ausgangszahl brauchen, um noch besser, also um von einem IQ ausgehend, noch besser beurteilen zu können, was die Lehrer aus den Kindern gemacht haben und wo sie runtergebremst haben, wo sie eher ihre Entwicklung beschädigt haben oder gefördert haben. Ja? Das ist noch offen. Ja? Und auch die Frage, ob man da jetzt wirklich die Mütter mit einbeziehen sollte, weil sie sowieso vorgesehen sind für eine zukünftige vorgezogene Mütterrente, das kann man so machen, wie man möchte. Also wie gesagt, es geht ja mehr um das Thema der Reformkompetenz, als wir wollen ja hier keine festgeschriebene, endgültige Reform präsentieren, aber diese Rückwärtstechnik ist das hochkomplizierte System, was uns da als einzige sinnvolle Möglichkeit bis jetzt erscheint, sind natürlich aber für jede Diskussion offen. Und vielleicht können wir jetzt ja diesem System mal ein wenig widersprechen oder die positiven und die negativen Punkte versuchen, davon zu diskutieren. Ja, also für mich hört sich das so ein bisschen, Entschuldigung, ich wollte jetzt wieder eigentlich reingrätschen. Ich nehme mein Wort und spreche mit dir. Ja gut, dann fange ich mal kurz an. Ja. Also ich sehe so ein bisschen ein Problem, oder sagen wir mal so rum, wir hatten ja vorhin darüber diskutiert, was sind denn eigentlich die Ziele oder was soll denn eigentlich durch die Bildung erreicht werden? Das müssten dann dementsprechend sich ja in irgendwelchen Tests widerspiegeln, auf welchen Konsens man da gekommen ist. Und ich finde es außerdem ein bisschen schwierig, ob Tests tatsächlich dann alle Parameter oder alle Eigenschaften, weil es geht ja auch um menschliche Bildung, Sozialverhalten und so irgendwas abdecken können. Und habe da ein bisschen Bedenken zu einer Test-Marathon, der dadurch vielleicht kommen würde. Ja, und den ganz ich möchte das auch ergänzen. Ich habe große Bauchschmerzen, richtig große, große Bauchschmerzen, wenn ich das höre. Weil es nur ein anderes Testverfahren ist, wie unsere ganze Gesellschaft durchgetestet wird. Wir haben schon, und die überhaupt nicht aussagekräftig sind, gerade ein IQ auch. Es gibt ja auch den EQ, ja.
Da habe ich größte Bedenken, um da Menschen gerecht zu werden. Denn gerade auch Testergebnisse werden enorm verfälscht, auch je nachdem, was die momentane Verfassung der entsprechenden Persönlichkeit betrifft. Ja? Ob diese Person behindert ist, in Anführungsstriche, durch ein Trauma, was unterschwellig ist. Es gibt viele Prüfungsängste, allein wenn man daran denkt. Ja? Man weiß ja selber aus eigener Erfahrung hier und dort, auch im Umfeld, ne, wie viele Menschen haben mit schlechten Testergebnissen gerade Schultests abgeschnitten und sind danach hervorragende, erfolgreiche Menschen geworden. Ne? Aber nach den Tests waren sie reine Loser. Also da habe ich große Bedenken, möchte ich. Kann man ja über alles diskutieren. Ich wollte nur zum Herrn Dr. Wülker schon mal sagen, dass eben wir das Problem haben, dass wir damit rechnen, dass die Tests eben auch Tests auf die emotionale Intelligenz hin sein werden, auf die Gruppenfähigkeit, auf die, das werden Tests sein, die nicht nur auf Papier stattfinden, sondern vielleicht wird da eine soziale Situation gestellt und da in der wird der junge Mensch sozusagen mal gucken, wie er damit umgeht und so weiter, weil die Professoren des Hauptstudiums ja schon von vornherein wissen, dass es ohne dieses soziale Kompetenz, diese Mitarbeiter sozusagen Führungskompetenz, aber auch die soziale Kooperations- und Teamfähigkeit ja gar nicht geht. Ja? Und da entsprechend werden die Tests überhaupt nicht den herkömmlichen Tests entsprechen, sondern die Professoren werden genau dies in ihren Tests, die emotionale Seite, die menschliche Seite, die kooperative Seite, die Teamfähigkeitsseite, die Führungsqualitätsseite und all diese Dinge versuchen mit abzubilden und zu testen, sozusagen, damit eben dieser Eingangstest, so wie ein Intelligenztest, der vermisst auch verschiedene Größen, nicht nur die mathematisch-logische Denkfähigkeit oder die Sprachfähigkeit, sondern auch räumliches Denken und so weiter und Vorstellungsvermögen. Genauso würden diese Tests dann die ganze Palette eines lebendigen, kreativen, innovativen Menschen rundum zu erfassen versuchen, sozusagen. Und das, da bin ich ziemlich optimistisch, dass wir dann eine völlig neue Art von Tests und kriegen, während, ich muss dazu sagen, früher, wenn man aufs Gymnasium wollte, ja, da der Professor Hans-Werner Sinn, der berühmteste Ökonom Deutschlands, der musste noch 3 Tage lang Eingangstests machen, um überhaupt aufs Gymnasium aufgenommen zu werden. Ne? Also so ungewöhnlich ist das ja nicht als Konzept. Leuchtet das ein bisschen ein mit dieser Öffnung für auch die emotionalen Qualitäten? Und die müssen in bestimmten Prüf- und Testsituationen dann auch realisiert werden, denn die Professoren wollen ja das beste Ergebnis und deswegen wird sowas in den Tests dann ganz zentral gemessen werden, auch schon bei der Kita-Beurteilung. Ne? Wurden da schon soziale Grundfertigkeiten erworben und so weiter? Ne? Ja, aber es läuft doch letztendlich auf eine Wertepyramide hinaus, ja, die im Grunde genommen von oben, von einem Räterat, von, Fachleuten, ja, die den Gesamtüberblick meinen zu haben, gesteuert wird. So, und genau das wissen wir doch, funktioniert in den meisten Lebensbereichen gar nicht. Ja, sondern die Wirklichkeit läuft doch immer so, dass alle Pläne, die von oben gesteuert werden, auf Dauer nicht funktionieren, weil einfach die Informationskette von der Basisrealität bis oben in die Entscheidungsgremien im Laufe der Jahre und Jahrzehnte immer langsamer wird und nachher oben die Information, die wirklich benötigt wird, gar nicht mehr ankommt. Ja, aber wir müsste man dort auf jeden Fall ja einen Sicherheitssperre einbauen. Ja, das ist nicht halt, ja, weil aber jetzt die oberste, die oberste Beurteilungsstufe oder die oberste Beurteilungsebene zu der und der Meinung gekommen ist. Deswegen müssen sich jetzt alle anderen anpassen. So, ja. Aber da wird es ja notwendig hinkommen müssen nach Ihrer Erläuterung, Herr Dillon, weil Sie ja die Auswahl treffen, wer unter Ihnen im Bildungsgrad steht. Ja, ich will das mal ganz praktisch machen.
In der Praxis ist es so, dass es die, zum Beispiel die Hauptstudiumsprofessoren eines bestimmten Studienfachs sind, also nur ganz wenige Professoren, die ja quasi dann als Team sozusagen das Hauptstudium darstellen einer Ausbildung, ja. Und dieses Team, wenn die sich und jedes dieser Teams wird ja ganz anders entscheiden. Also wir werden ja nicht sozusagen für ganz Deutschland irgendwelche von oben entschiedenen, von Kulturministerien entschiedenen Tests haben, sondern jede Universität, jede Schule wird ihre eigenen Tests machen und dann entsteht ein Evolutionsprozess. Das heißt, wenn jetzt ein Team an Hochschullehrern des Hauptstudiums sich geirrt hat und letztendlich in Richtung schlechte Ergebnisse gibt, wird das sich sozusagen niederschlagen in den Messgrößen, nämlich in den Steuer- und Abgabenleistungen der Absolventen. Und dann werden die sich in der Rangliste wieder deutlich weiter hinten finden, also ziemlich weit hinten in der Rangliste finden, und andere Teams werden sich weiter oben finden. Und dann werden alle diese Professoren gucken, was haben die denn die gemacht? Was haben denn die anders gemacht als wir, bei denen die Absolventen die beste Entwicklung genommen haben, sozusagen? Und dann wird es ein Voneinanderlernen sein, sozusagen. Aber es werden am Anfang werden vielleicht hunderte verschiedene Konzepte und Vorstellungen konkurrieren miteinander, und mit der Zeit wird immer jeder, der lehrend tätig ist oder erziehend tätig ist, sich immer versuchen, von den Besseren eine Scheibe abzuschneiden, und dann werden wir Stück für Stück zu einer Optimierung des Bildungssystems kommen, und ich denke, dass dann Schule zum Beispiel 1000-mal mehr Spaß machen wird als bisher, sozusagen den Kindern, weil sozusagen ja jeder, der etwas macht, das irgendwie gegen die Kinder läuft, sich am Ende sehr schnell in der Rangliste sozusagen ganz weit hinten findet, in der Rangliste aller Erzieher und Ausbilder und Lehrkräfte sozusagen Deutschlands. Ne? Bedeuten, dass auch implizit damit eine Staatsschule nicht mehr möglich ist. Denn die Staatsschule ermöglicht ja gerade dieses Konkurrenzdenken nicht. Ja, also man muss entweder die Staatsschule drastisch verändern oder insofern Privates, also ich sehe selbst nie einen Konflikt zwischen Privat und zum Beispiel bei Wasserwerken, da ist es mir egal, ob die privatisiert sind oder staatlich sind. Viele sagen, die müssen staatlich sein, aber entscheidend ist doch, welche Anreize sie gesetzt kriegen. Wenn sozusagen mein Gesundheitszustand als Leitungswassertrinker, ich trinke jeden Tag 3-4 Liter Leitungswasser, ja, wenn mein Gesundheitszustand über die Gehälter und die Verdienstzuschläge der Wasserwerke, Mitarbeiter entscheidet, dann ist mir egal, ob da drüber was Privates steht oder eine staatliche Instanz. Hauptsache, die wissen genau, dass sie mir wirklich, und zwar auch nach Kontrolle aller Bleirohre und Kupferrohre sozusagen, ein einwandfreies Leitungswasser liefern müssen, sonst stehen sie schlecht da, egal ob sie privat geführt sind oder staatlich. Ja? Also was ich so ein bisschen sehe, ist, ich meine, in diesen anderen Systemen wie Politik oder was wir mit dem Gesundheitssystem hatten, da sind solche Messwerte wie eine Wohlfühlstimme eine relativ zeitnahe Rückkopplung, und die damit ist sozusagen die Steuerung, die dadurch möglich ist, ist zeitnah. Bei der Bildung haben wir ja so ein bisschen das Problem, dass am Ende, wenn man jetzt beispielsweise das Gehalt oder die soziale Erfolg, den sozialen Erfolg eines Menschen in irgendeiner Form als Kriterium nehmen sollte, das kommt ja mit einer großen Zeitverzögerung rein. Da weiß ich nicht, ob da die Entkopplung zu stark ist von dem Messwert zu den Steuergrößen, sodass dann irgendwann das Thema wieder kommt, die Hoheit der Deutung und was war denn jetzt richtig und ist es denn wirklich signifikant miteinander verknüpft?
Ja, genau das ist das Dilemma, weswegen ich gesagt habe, das Bildungssystem ist die allerschwierigste aller Reformen. Das ist, alle anderen sind dagegen Kleinigkeiten sozusagen. Die Bildungsreform ist das Schwierigste, was man überhaupt angehen kann, weil ja eben die Kita-Mitarbeiterin letztendlich erst 20 Jahre später den definitiven Verdienstzuschlag bekommt, sogar rückwirkend noch korrigiert wird, dieser Verdienstzuschlag, weil sie vorher ja die Verdienstzuschläge nur anhand des Eingangstests der Grundschule bekommen hat, sozusagen. Ja, das heißt also, da müssen natürlich was ich für wertvoll halte, Herr Dr. Wülker, ist, dass jeder Lehrer schon 20 Jahre vorher weiß, dass er irgendwann an der Innovativität und dem Kreativen dieser Kinder irgendwann gemessen werden wird und dass er deswegen von vornherein wir kriegen damit auf jeden Fall hin schon mal, dass die Lehrer, die gewohnheitsmäßig zum Beispiel Kinder schikanieren oder so, ich denke an Mathematikunterricht, wo die Kinder manchmal gefoltert werden an der Tafel, ja, wo ich natürlich als Jahrgangsbester in Mathematik das immer mit erleiden musste, wie mein Mitschüler fertig gemacht wurden von unserem Mathelehrer, der extrem streng war und extrem bissig war, sozusagen. Aber sowas würde sofort aufhören, denn das kann sich dann jeder Lehrer beantworten, dass man mit solch einem Vorgehen nicht wirklich kreative, innovative, Spaß an Wissen habende Kinder erzeugt. Und so würden wir dann, verstehen Sie ja, Dr. Wülker, wir haben einmal erst die endgültige Messung, wird immer erst am Ende geschehen können. Das ist der Nachteil. Aber die Tests ermöglichen uns schon vorläufige Verdienstzuschläge und das Wissen darum, dass ich irgendwann in einer öffentlichen Rangliste stehe und dann als Lehrer dastehe, das macht jetzt kommen wir zur Verantwortungsreife, erhöht drastisch die Verantwortungsreife des einzelnen Lehrers, sozusagen sein postkonventionelles Verhalten, nämlich sich um das ganze große Gedanken zu machen und ob seine Bildungsstrategien wirklich für das große Ganze am Ende sinnvoll und positiv sind, das hilft schon dem Lehrer, auch wenn er erst 10 Jahre später erfährt, welche definitiven Verdienstzuschläge für ihn dann rückgerechnet werden. Verstehen Sie die Logik, Herr Dr. Wülker, dass wir ja kurzfristige Rückmeldung kombinieren, also vorläufige kurzfristige Rückmeldung kombinieren mit einer langfristigen Rückmeldung, endgültigen Rückmeldung? Ja, prinzipiell finde ich das sehr verständlich. Es gibt ja dieses psychologische Experiment, ob Menschen ein Marshmallow lieber gleich essen oder zwei, genau, wenn sie ihn später, genau, essen dürfen. Und wenn ich das richtig im Kopf habe, ist da ja gerne die Tendenz, dass die Leute eben doch eher die kurzfristigen Vorteile ergreifen und nicht die langfristigen. Insofern ist die Frage, ob das wirklich dann durchgeht. Deswegen brauchen wir diese Eingangstests. Und wenn die zu große Abstände sind, müssen wir die halt für jedes Schuljahr machen. Verstehen Sie? Ja, da hätte ich auch noch eine Ergänzung. Ja. Also wenn ich darf, ich danke Dylan, dass du eben das schon angesprochen hast mit der langfristigen Verantwortlichkeit und dass wir da ein kurzfristiges Feedback einrichten müssen, woran sich die Effizienz ablesen lässt und ein langfristiges, ja, Effizienzbedenken. Weil ich glaube, auch diese ganzen Themen mit dem wird von oben was festgelegt, Deutungshoheit und so weiter, ich glaube, wir müssen bereit sein, da ganz offen und ehrlich zu denken. Also wir können uns die Gesellschaft der Zukunft oder auch gerade jetzt die Gesellschaft, die wir heute brauchen, nicht so vorstellen nach dem Motto, jeder macht, was er Lust hat, jeder kriegt sein Geld und macht seine Lieblingsspielereien und das ist die freie Entfaltung des Menschen. Wir müssen sehen, wir stehen an einer Schicksalswende der Menschheit. Und wir leben heute schon so, dass wir langfristig diese Erde verbrennen. Mit unserem Augenblickskonsum-Willkürverhalten. Und deshalb haben wir ja diese Aufstandsbewegung auch der Jugend. Wir sollten mal drauf hören, was die Jugend uns auch sagen will, auch heutzutage. Fridays for Future, Extinction Rebellion und ähnliche Protestbewegungen, die uns hier unser leichtfertiges Verhalten um die Ohren hauen wollen mit ihren Demonstrationen, die sagen, also Extinction Rebellion zum Beispiel als erste Forderung, sagt die Wahrheit. Damit meinen die nicht nur, dass wir nicht mehr lügen sollten. Ist auch ganz wichtig. Aber die meinen, respektiert die wissenschaftlichen Überlebenswahrheiten. Wir haben uns das nicht mehr einfach nach Gefallen auszusuchen, sondern es gibt bestimmte Kriterien,
wie dass wir hier heute nachweislich die Lebensgrundlagen zerstören. Die haben eingehalten zu werden. Ob uns das gefällt oder nicht, ob wir lieber künstlerisch oder spielerisch oder so, wer weiß was machen wollen, wir haben diese Maßstäbe zu respektieren. Und da das wissenschaftliche Maßstäbe sind, also wenn wir mal ausgehen jetzt von einer vertrauenswürdigen Wissenschaft, kann die vom Kleinen bis zum Großen alles zu einer gemeinsamen Deutungshegemonie führen oder Deutungsdemokratie. Dann können wir nämlich uns eine Konsensgesellschaft so vorstellen, dass wir Konsensbasisgruppen haben, die aber auch sich schon gebunden fühlen an wissenschaftliche Erkenntnisse. Nicht wir suchen uns Lieblingsmeinungen aus, sondern wir respektieren wissenschaftliche Gültigkeit. Und genau das zieht sich fort, wird über die Konsensräte, die dann sich bilden, bis zu einer globalisierten Steuerung, denn die brauchen wir unbedingt. Ja. Wir können nicht einfach das Geld sich globalisieren lassen und keine Verantwortlichkeit. Wir brauchen positive Anreize. Ja, ich kürze es nur ab. Wir brauchen positive Anreize, die ganz klar die Wirtschaft und alle Teile der Gesellschaft dahin lenken, dass sie für die Gesundheit der Menschen, für die Langlebigkeit der Menschen und für die Lebensqualität und Lebensfreude der Menschen die Umwelt so pfleglich behandeln, dass sozusagen es bestmöglich ist für das Wohlfühlen und die Gesundheit und die Langlebigkeit der Bürger und so pfleglich mit der Natur umgehen, wie nötig ist, um bestmögliche zum Beispiel Wohlfühlstimmen und Gesundheitsdaten zu erzielen denn so wie wir es bis jetzt hatten, dass quasi der Fehlanreiz hieß, zerstöre die Umwelt maximal, nimm keine Rücksicht darauf, ob die Bürger sterben durch die Umweltgifte, die Luftverschmutzung, die Wasserverschmutzung und die sonstige Umweltzerstörung. Nimm keine Rücksicht, sondern du machst den größten Profit nur, wenn du sozusagen auf die Umwelt überhaupt keine Rücksicht nimmst, weil dann machst du den höchsten Profit. Ja? Und das müssen wir natürlich selbstverständlich, wie das die Gemeinwohlökonomie ja auch will, durch positive Anreize kontrollieren. Aber das wären jetzt Thema auch anderer Reformen. Ja? Aber du hast richtig damit angesprochen, dass wir eben im Bildungssystem auch nicht mehr einfach nur irgendwelche Ideen verfolgen dürfen, sondern wir müssen das wirklich ganz pragmatisch machen und dürfen eine Zerstörung unserer Kinder nicht mehr zulassen, dadurch, dass jeder einfach macht, was er will. Ja, aber ich meine, danke dir, hast du gut gesagt. Wenn ich vielleicht mit einem Satz noch abrunden darf. Wir müssen uns eben wirklich an den Maßstab von Verantwortungsreife auch halten. Das heißt, dieses wissenschaftliche Ergebnis des Post-Conventional Levels, was langfristige Verantwortlichkeit ist, müsste die einzelnen Bürger und die höheren Entscheidungsstellen gleichsam binden. Und da müssen wir einfach uns ehrlich mit beschäftigen, wie wir diese langfristige Verantwortlichkeit zur Steuerung da reinbekommen und alle sich damit auch am glücklichsten fühlen. Ja, genau, wie wir wie wir aus dem egoistischen, rücksichtslosen, kurzsichtigen Marshmallow-Bevorzuger sozusagen und Schnellesser, Herr Dr. Wölker, ja, wie wir aus dem wirklich einen durch die Anreize ihm helfen, mehr seines Verantwortungsbewusstseins, seiner Verantwortungsfähigkeiten zu entwickeln und seiner langfristigen Perspektiven zu entwickeln. Und das müssen wir aber durch Anreize unterstützen, denn von selbst war es nicht gekommen. Und das ist bewiesen, dass es nicht gekommen ist. Ja, ja, also ich möchte auch nochmal in diesen Disput kurz mal reinsetzen von einer anderen Seite her. Ich halte es für bedenklich, wenn man sagt, ja, wir müssen das jetzt grundsätzlich, die Wissenschaft ist die oberste Norm und da muss sich alles unterordnen. So, die Geschichte zeigt, dass das, was oberste moralische und ethische Normen sind, sich so relativ alle paar Jahrzehnte, mindestens alle paar Jahrhunderte, aber ganz wesentlich ändern kann. So, das heißt, wenn man sagt, ja, das ist jetzt aber die wissenschaftliche Erkenntnis und danach müssen sich alle richten, dann ist das nichts anderes als eine Diktatur einer Wissenschaftsanschauung, die genauso heute auch schon praktiziert wird, ja, nur eben mit einer anderen Zielsetzung. Da sagt man auch, der Mensch ist ein reiner Materieklops, der ist überhaupt gar kein Individuum, der hat keine Seele und keinen Geist. So, und deswegen können wir ihn behandeln wie ein Fleischklops, ja, und Feierabend. So, und es ist dann aus der Sicht auch völlig wissenschaftlich. Warum muss ich auf die Einwände von jemandem reagieren, der ja gar kein Mensch ist, sondern nur ein
biologische Roboter. Da stimme ich Ihnen vollständig zu. Also wir müssen natürlich sehr vorsichtig sein. Ich selbst weiß besser als jeder andere, dass wir auch sehr viel Pseudowissenschaft haben und dass die Wissenschaft sozusagen manchmal auch die Sichtweisen gewechselt hat wie das Hemd und so weiter. Also da bin ich genauso vorsichtig, wäre ich genauso vorsichtig. Aber gemeint ist ja, dass es sozusagen, ich glaube, Öff hat gemeint, dass es natürlich um die Frage geht, ist das Ganze aus guten Argumenten erwachsen sozusagen oder ist es sozusagen aus Träumereien erwachsen? Da würde ich dann schon so einen Unterschied sehen. Ne? Ja, ich kann dir, wenn ich da eben kurz sagen darf, du hast da völlig recht und deshalb hatte ich betont, wir brauchen vertrauenswürdige Wissenschaft. Wir müssen solche Grundmaßstäbe wie, was ist überhaupt Vertrauenswürdigkeit? Wann ist Wissenschaft vertrauenswürdig? Das Milgram-Experiment zeigt uns ja, dass Wissenschaftler uns auch auf verbrecherische Weise fehlleiten könnten. Ja. Aber ich glaube, wir müssen das heutzutage mit einer unideologisch ehrlichen, auch selbst wissenschaftlichen Offenheit betrachten. Und dann können wir eben sehen, und ich empfehle jedem, sich das mal anzugucken, das Konzept des Post-Conventional Level. Das ist ein Wertekriterium, das beschreibt Persönlichkeits- und Verantwortungsreife. Genau. Und trotzdem glaube ich, dass, wenn ich kurz sagen darf, ich glaube, wenn ihr euch das alle anschaut, ich glaube, die meisten haben das wahrscheinlich noch gar nicht gehört, den Begriff, wenn ihr euch das anschaut, werdet ihr sehen, was das für effiziente und richtig gültige Wissenschaftlichkeit sein kann. Das ist genau ganz was anderes als all die Willkür- und Lieblingsideologien, mit denen Menschen sonst Wert- und Sinnorientierungen prägen wollten. Das heißt, ich glaube, wir können einen Weg finden, der zum Wohle aller Menschen und überzeugend für alle Menschen, jedenfalls überzeugender als jede andere Lobbysteuerung, wirken kann. Und ich glaube, den müssen wir gehen. Und ich sage noch als Letztes, ich weiß auch nicht, ob jemand von euch schon den Begriff Erdcharta gehört hat. Es gibt eine weltweite Bewegung, die nicht mehr für Einzelideologien, sondern für das Gemeinwohl der Menschheit versucht, einen Wertekonsens auszuarbeiten, die sogenannte Erdcharta. Das ist ein ganz tolles Projekt. Wir brauchen sowas, ein gemeinsames, vernünftiges, wissenschaftliches Ausloten von Sinn- und Werteorientierung, wenn wir nicht im Dunkeln weiter tappen wollen oder es den Ideologien überlassen wollen. Ja, genau. Und entscheidend ist auch, dass wir jetzt heute, erstmal jetzt gerade über die Erziehungs- und Bildungsreform sprechen. Und die Wissenschaftsreform ist nochmal eine eigene Reform, wo zum Beispiel der Forscher der Zukunft sozusagen seine Ergebnisse in der Region anwendet. Und wenn dann, je nachdem, wie sich dort die Wohlfühlstimmen, Gesundheitsdaten, Langlebigkeitsdaten der Bürger entweder positiv oder negativ entwickeln, wird dann auch die Wissenschaft sozusagen wieder auf den Boden der Realität geholt. Aus manchem Elfenbeinturm wird sie rausgeholt werden auf den Boden der Realitäten, nämlich weil dann gemessen wird, was die Forschungsergebnisse denn in der Praxis für Folgeerscheinungen haben sozusagen und für Folgen haben. Und insofern wird die Wissenschaft auch wieder ein bisschen mehr geerdet, denn auch die Wissenschaft hat sich ja mit an der Erdzerstörung und an der Gesundheitszerstörung der Weltbevölkerung ja beteiligt letztendlich. Ja, ich denke nur... Freundlichkeit und Machthörigkeit auch, ja. Was ich hier noch ergänzen möchte, ist, die ganze Zeit wird von Wissenschaft gesprochen. Ja, wo ist das Handwerk? Ja, die Welt wird nicht gedacht, die wird gemacht mit unseren Händen und gesteuert von unserem Geist und von unserem Potenzial. Und deswegen möchte ich nochmal wiederholen, wenn wir ein neues Schulbildungserziehungssystem gestalten wollen, dann brauchen wir doch nur mal unsere Augen öffnen und gucken, was braucht unsere Gesellschaft? Was brauchen wir für Talente? Was sind grundsätzliche Dinge, die ein junger Mensch zu lernen hat? Es müssen auch handwerklich begabte Lehrer dabei sein. Es muss über die Sinne laufen. Und solange da nicht in Arbeitsgruppen genau hingeschaut wird, ich denke, das kann kein Einzelner alleine leisten, dafür muss es Arbeitsgruppen geben, was unsere Gesellschaft braucht, um aus dem Chaos herauszukommen. Ja. Und was für Fähigkeiten müssen Menschen dafür entwickeln, unsere jungen Menschen, was für Talente bringt ein jeder schon mit, um dann diesen Beitrag zu leisten, dann wird es einfach auch praktischer. Und wie gesagt, gerade das Handwerk, die handwerkliche Kunst und ist sehr wichtig, ist extrem wichtig. Ja. Und es kann nicht nur immer von dem wissenschaftlichen Aspekt aus. Deswegen möchte ich jetzt in meiner Antwort darauf, Sie sprechen ja einen ganz wichtigen Punkt an, möchte ich aber Herrn Dr. Wülker und Herrn Lohse gleichzeitig ansprechen. Herr Lohse,
Ich gebe ja. Ihnen nämlich bei Ihrer Perspektive recht, die wir ja vom Liberalismus kennen und so weiter, nämlich dass es jetzt darüber, was wir wirklich brauchen in der Gesellschaft, würden 100 Leute wieder 200 verschiedene Meinungen entwickeln. Ne? Und am Ende wären vielleicht sogar alle 200 falsch, ja? Sondern das würde ich gern dem Spiel der Marktelemente überlassen, nämlich dass der Hochschullehrer, jedes Hochschullehrerteam, jedes sozusagen mittlere Reife, Hauptschulabschlussteams und so weiter überlassen, wo es ja dann übergeht in die Lehre, in das Handwerk, in die praktischen Dinge, wo praktisch getan wird und so weiter, was ja auch unheimlich wichtig für die Gesellschaft ist, ja, dass genau da möchte ich es gerne dem Marktspiel überlassen, dass sich die Teams alle motiviert sind, wirklich für sich herauszufinden, was die Gesellschaft wirklich braucht und was ein junger Mensch nach 9 Jahren Hauptschule oder 10 Jahren Mittelschule oder mittlere Reife, nee, wie heißt das ja, mittlere Reife oder was auch immer, dann sozusagen Realschule oder so hieß das früher bei uns, was die Leute wirklich, die Kinder wirklich brauchen und die Gesellschaft dann auch braucht. Und das würde ich aber dem Markt überlassen, denn wenn jetzt wieder ein Gremium festsetzen würde, was die Gesellschaft braucht, dann haben wir genau das, was Sie vorhin, Herr Lohse, kritisch angesprochen haben, nämlich wir hätten wieder von oben die eventuelle Fehleinschätzung, die wie eine schlecht gemachte Planwirtschaft, wie eine Sowjetunions schlecht gemachte Planwirtschaft sozusagen falsche Vorgaben gibt am Ende, ja, die dem, der Vielfalt der Gesellschaft gar nicht gerecht werden können. Und deswegen, Herr Dr. Wülker, so an Sie, der Punkt eben ist, wird Ihnen deutlich, was das alles für Evolutionsprozesse auslöst, nämlich dass plötzlich die Lehrer viel mehr danach suchen, wie muss ich wirklich mit dem Kind gemeinsam und auf das Kind hören, sozusagen Entwicklungsprozesse versuchen zu begünstigen und dem Kind den Raum zu geben, die Dinge zu entfalten, die es dann auch braucht, wenn es zum Beispiel dann Handwerker werden wird bei seinen Voraussetzungen und Intelligenzvoraussetzungen und Ähnlichem. Ja? Also wird Ihnen deutlich diese Vielfalt, die auch in diesem System drin steckt und das lebendige sich herausevoluieren einer kindgerechten und Kindern Spaß machenden Bildung. Darf ich da noch einen Einwand bringen? Es nur dem Markt zu überlassen, halte ich für kritisch, weil es muss eine Zusammenarbeit irgendwo zwischen Lehrerschaft und Markt passieren. Wenn man es dem Markt allein überlässt, ohne dass das in ich meinte den das Markt, Schulsystem hineinkommt. Da ist ein Missverständnis. Dann haben wir das Problem, dass sich die Unternehmer beklagen, was ist denn, was bekommen wir denn hier für junge Praktikanten, die haben ja das und das nicht gelernt. Der Markt und die Lehrerschaft oder das Bildungssystem müssen Hand in Hand, meine ich, aus meiner Sicht, und auch als Frage in den Raum gestellt, zusammenarbeiten, aber nicht alleine. Das war nur ein Missverständnis. Das war jetzt nur ein Missverständnis. Ich meinte mit dem Markt, den Markt unter den Lehrern. Verstehen Sie, ich meinte gar nicht die Unternehmer. Das war nicht deutlich. Nee, ich meinte den Markt, der entsteht durch die Leistungsranglisten, durch die Lehrerranglisten, die deutschlandweiten und regionalen Lehrerranglisten, die lokalen Lehrerranglisten und so weiter, entsteht wie beim Hausarzt, würde dann sozusagen ein Markt unter den Lehrern entstehen. Also während jetzt ja im Moment die Lehrer eigentlich so, da wird mal im Referendariat mal so eben mal so geguckt, was so ein Lehrer so mit den Kindern alles so verbricht, naja, und dann, wenn es halbwegs durchgeht, geht es durch, ne? Aber durch diesen Markt unter den Lehrern werden die Lehrer miteinander im Gespräch sein und werden alle versuchen, von den in den Ranglisten oben platzierten Lehrern zu lernen, wie eben dieser Anregungsprozess am besten pädagogisch, psychologisch geschieht sozusagen. Ich komme ja selbst auch von der Psychologie her und pädagogische Psychologie gehörte ja auch bei uns zum Studium und so weiter. Das heißt also, wir genau
genau das ist ja, was ich Herrn Dr. Wölker fragen wollte, ob Sie erahnen, was das für langfristige positive Folgen hat, weil das einen Suchprozess auslösen würde nach den besten Wegen, Kindern Freude beim Lernen zu ermöglichen und Spaß beim Lernen und im Gegensatz zu dem Mathematiklehrer, der die Kinder fertig macht an der Mathematiktafel. Ne? Ja, wissen Sie, der Mathematiklehrer, der hätte Hilfe gebraucht. Und wenn ihm geholfen worden wäre, wie er eine bessere Frustrationstoleranz entwickeln kann, damit er seinen Frust nicht in die Schulklasse gibt, ja. Dann wäre der Schulklasse ebenso geholfen. Aber genau daran mangelt es. Persönlichkeitsentwicklung bei den Lehrern. Ein ganz wichtiger Punkt. Ne? Emotionsmanagement, ein ganz wichtiger Punkt. Ne? Denn wenn wir unsere Emotionen nicht managen können, wenn wir emotional sind, gestresste Lehrer haben, dann sind sie nicht nur eine Zumutung für sich selbst und das machen sie nicht willentlich, sondern aus Hilflosigkeit, auch weil sie alleine gelassen werden, das haben sie einfach nicht gelernt. Und dann sollen sie dann noch mit einer Schulklasse zurechtkommen, auch mit gestressten Kindern. Das kann nur Chaos geben und da findet nicht Lernen statt. Es kann kein Lernen statt. Es müssen die Grundvoraussetzungen geschaffen werden, aus meiner Sicht, dass Lernen überhaupt stattfindet. Wir wissen ja aus der Stresspsychologie, dass ein gestresster Mensch überhaupt gar nicht lernfähig ist, weil er im Kampffluchtmodus ist. Und das bedeutet, er hat eine runtergeschaltete Großhirnrinde. Er nimmt überhaupt nicht auf, kann Informationen gar nicht abspeichern. Deswegen plädiere ich dafür schon im vorderen Bereich. Es geht wirklich darum, auch in die Ausbildung für die Lehrer, also ein Ausbildungsmodul anzubieten, stresstoleranter zu werden. Ja, und ihre eigenen Traumen bezüglich Schule, wir haben alle mehr oder weniger Schultraumen mehr oder weniger genossen, aber das zu verarbeiten und dann wirklich klare, gute Lehrer zu sein, gute Models für die jungen Menschen, damit sie ihr Potenzial entwickeln können. Und genau fördern. Dieser Aspekt, Persönlichkeitsentwicklung des Lehrers, wird dann ja durch unser neues System regelrecht gefördert und wird entstehen. Und vielleicht dann wird es noch zum normalen Studium gehören, eines Lehrers wiederum, eine Hochschulausbildung des Lehrers gehören, dass er eben auch eine Persönlichkeitsentwicklungs-, an Persönlichkeitsentwicklungsgruppen und so weiter teilnimmt. Denn dieser Lehrer, der hatte wirklich definitiv Spaß daran, Kinder zu quälen. Also ich muss es selbst erzählen. Also einerseits hat er meine Mitschüler gepiesackt bis aufs Größte, denn mit Mathematik haben nun mal viele Leute Schwierigkeiten. Und bei mir war es so, ich hatte in ganz vielen Mathematik im Abiturvorbereitungsbereich in ganz vielen Klausuren doppelt so viele Punkte wie der zweitbeste Schüler der gesamten Klasse und trotzdem hat er alle Tricks getan, um mir im Abitur keine Eins geben zu müssen. Der wollte die Leute quälen und drücken und hat alles getan, um mir doch nur eine Zwei zu geben. Ne? Also ja. Der hatte sadistische Anlagen. An so ein sadistischer Mensch ist es nicht freiwillig, ist ein kranker Mensch, der gehört in die Therapie. Ja. Und da müsste er zum Beispiel auch, wenn die Lehrerausbildung wirklich gesund vonstatten gehen würden mit einer entsprechend guten Persönlichkeitsentwicklung, dann würden andere Lehrer auch diesen Lehrer unterstützen, dass sowas nicht passiert. Genau. Und das ist einfach mangelndes Know-how und das gehört unbedingt deswegen in die Weiterbildung. Also wir können nicht wirklich uns zu reifen Menschen entwickeln, wenn wir nicht parallel dazu lernen, wie können wir unsere Frustrationen abbauen. Dann bauen wir sie wie dieser Lehrer an den Schwächeren, an den Schülern ab. Oder genau. Schüler untereinander bauen ihre Frustration eben an schwächeren Schülern ab. Ne? Das Ganze. Also das, Ja, jetzt nochmal meine Frage, genau das wollen wir, solche die positiven Entwicklungen, Persönlichkeitsentwicklungen und so, wollen wir durch all diese Systeme ja fördern. Es kann ja dann sogar sein, dass die Teams die Lehrer eines Jahrgangs oder einer Stufe sich als Team verstehen und dann gegenseitig sich helfen, dabei sozusagen mit Kindern wirklich gut umzugehen, weil sie vielleicht am Endergebnis auch so ein bisschen an dem gemessen, was der Kollege
gemacht hat, auch wenn diese multivariaten und faktorenanalytischen Verfahren natürlich schon auch in der Lage sind, die Leistung des einzelnen Lehrers fair zu beurteilen, sozusagen. Ja? Aber Herr Dr. Wülker, deswegen so meine Frage an Sie, für Sie als Physiker, erleuchtet es Ihnen so halbwegs ein, dass das, was jetzt sehr hart klingt, sehr datenmäßig klingt und sehr ja, testorientiert klingt, dass das sehr wohl auch sehr menschlich wird und sehr, sehr, sehr emotional und sehr mitmenschlich wird und sehr sozial orientiert wird, trotz der scheinbaren Härte der reinen Datenmessung? Hm? Naja, ich würde es so sehen. Ich meine, Sie sprachen gerade von der sich dann rausbildenden Rangfolge der Lehrer, die dann sozusagen die Lehrer dann motiviert, dementsprechend förderlich zu handeln. Die Rückkopplung, die dann über den wirklichen Erfolg der Menschen im späteren sozialen Leben stattfindet, die kommt ja mit großer Zeitverzögerung quasi nach der halben oder noch mehr Karriere des Lehrers. Und die Rangfolgen, die sich vielleicht kurzzeitig ergeben würden oder kurzfristig ergeben würden, die sind ja dann dadurch bestimmt, wie eben die Tests aufgebaut sind und was in den Tests abgefragt wird. Genau, das nennt sich ja, das nennt sich das Validierungsproblem, ja, dass also sozusagen die Tests werden durch die Realität nach und nach validiert. Also zuerst ist es ja so, dass die, dass wir über für die die letzten Lehrer, also sei es Hochschulabsolventen oder Handwerksausbilder, Berufsschullehrer und so weiter, ja, für die letzten Lehrer vor dem Berufseintritt sozusagen, haben wir ja sehr schnell harte Daten, ja? Und deren Tests werden ja quasi letztendlich auch gerade dadurch validiert, dass man sieht, welche dieser letzten Lehrer haben wirklich gute Tests, Eingangstests und sozusagen lenken dadurch die Vorausbildung besser als andere. Und so werden dann die Tests nach und nach innerhalb von, sagen wir mal, innerhalb von 20 Jahren, maximal 25 Jahren, werden in Deutschland alle diese Tests schon validiert worden sein an der Realität, ja? Und werden immer besser werden. Aber natürlich haben Sie recht, dass nach 100 Jahren solch ein System viel besser ist als nach 25 Jahren. Ne? Und im ersten Jahr ist es noch, hat es Mängel. Aber das, jetzt kommen wir wieder an den entscheidenden Punkt. Für mich sind die vorteilbringenden Irrtümer, zum Beispiel mit denen solch ein sadistischer Lehrer sich selbst sein Verhalten rationalisiert, ja, diese vorteilbringenden Irrtümer sind tausendmal gefährlicher als die Ungenauigkeiten, die wir haben, solange die Tests noch nicht an der Realität validiert sind. Weil auch jeder der Beteiligten weiß, dass irgendwann die Realitätsvalidierung kommt und dass er deswegen bemüht sein muss, schon die Realität bestmöglich zu erfassen. Eine Frage dazu, haben Sie denn, Sie sprechen von diesen Tests, sind die schon, haben Sie die schon entwickelt? Nein, das wäre wirklich eine Sache, das macht dann jedes Lehrerteam unter sich, guckt, welche emotionalen Fähigkeiten brauchen die jungen Menschen, welche und wie kann man das eventuell in sozialen Situationstests oder in anderen Dingen, in der Psychologie machen wir ja sozusagen auch soziale Experimente und so weiter, wie kann man das so messen, wie ja auch das Milgram-Experiment oder das Asch-Konformitätsexperiment, wo man dann so Gruppen bildet, in denen eben die Personen sich bewegen müssen und wo man dann zum Beispiel sieht, dass manche Menschen sehr stark zur Konformität neigen und genau das will ja dann der Hochschullehrer nicht, dass die Kinder Konformitätsorientierung haben oder im Milgram-Experiment sieht man, dass die Kinder zum Beispiel eine Wissenschaftshörigkeits- und Autoritätshörigkeitstendenz entwickelt hätten und das will man nicht, also muss man dagegen steuern in Zukunft und so weiter und so können diese Tests sozusagen verwendet werden und wie gesagt, gerade in der Psychologie haben wir eine Unzahl an solchen sozialen Tests, wo man, denken Sie an Prisoner's Dilemma-Experimente, wo wir feststellen können, ob die Menschen eher gegeneinander zu arbeiten neigen oder miteinander zu arbeiten neigen, also und all das sozusagen, das werden die Hochschullehrer alle berücksichtigen. Ja? Dass wir, wie wir messen wir emotionale Fähigkeiten, psychologische Fähigkeiten, pädagogische Fähigkeiten, Führungsqualitäten und so weiter.
um eben wirklich so etwas wie den umfassend gebildeten, kreativen Bürger zu erzeugen, der kritisch ist und seine eigene Meinung hat, demokratiefähig ist und so weiter. Da hätte ich was zu ergänzen hier. Also man kann natürlich einerseits sagen, wenn wir anfangen mit solchen konsequenten Effizienztests, dass manche Effekte dann erst in 20 Jahren und so weiter vielleicht erkennbar sind. Definitiv erkennbar sind. Aber ich glaube, wir müssen uns das Problem viel deutlicher machen. Im Moment gibt es gar keine Versuche, Konzepte oder Experimentalkonzepte zu entwickeln für derartige andere Effizienz. Das, was bei uns läuft an den Schulen, ist das Vollstopfen mit Vorbereitungswissen für kapitalistische Jobfähigkeit. Ja. Würde man hingehen und würde man von dem Grundschulalter her oder von der Pubertät her, es ist nachgewiesen wissenschaftlich, dass zum Beispiel in der Pubertät dieses höchste Persönlichkeitsreife und verantwortungsreife Potenzial Menschen möglich ist. Würde mit solchen Maßstäben, die eigentlich kein ernsthaft denkender Mensch bestreiten würde, wenn sie auf den Tisch kämen, würde mit solchen Maßstäben Effizienztests auch entwickelt oder Effizienzüberprüfung im Schulablauf, dann hätten wir sehr schnell auch mit unmittelbaren Effizienzablesemöglichkeiten die Maßstäbe, um eine andere Richtung einzuschlagen, andere Dinge zu erleben und eben auch nicht, dass das so ein kaltes Erleben wäre, sondern die Schüler würden untereinander oder im Schulablauf erleben, dass solche Persönlichkeits- und Verantwortungswerte, solche Reife allgemein gut tut und eben nicht mehr solche sadistischen Extremismen sind wie von dem beschriebenen Lehrer, sondern dass das zu einer höchsten Sozialkultur führt. Aber wir sind gar nicht so, dass wir solche Experimente wirklich als Konzepte und Praxis zulassen in der Gesellschaft. Das ist das Riesenproblem. Ja, aber genau das wird ja durch das neue Anreizsystem gefördert, durch die positiven Anreize. Ich mache nur einen praktischen Vorschlag. Ich fände es gut, dass wir die Bildungsreform vielleicht wirklich einfach jetzt mal der Diskussion, weiteren Diskussion überlassen würden. Sie ist die heikelste Reform von allen. Sie ist die schwierigste Reform von allen, weil wir versuchen müssen, kurzfristige Rückmeldung für den Lehrer und für die Kita-Mitarbeiterin zu geben und dann erst die Endergebnisse erst nach vielen Jahren oft bekommen. Ja? Insofern ist das schwierigste Ding überhaupt. Wollen wir nicht noch und erstmal diese Diskussion der weiteren innerparteilichen Diskussion überlassen und lieber nochmal ein, zwei einfache Reformen ansprechen, damit wir sozusagen mal sehen, wie leicht das auch gehen kann auf der anderen Seite. Ne? Vom Schwierigsten zum Leichtesten. Ne? Ja, ich bin da auch dafür, also von meiner Seite wäre es schön, sozusagen zu den verschiedensten Themen und den verschiedensten Reformansätzen so eine Art Kernsatz zu formulieren, nach dem Motto, da würden wir das machen, da würden wir das machen, damit man sozusagen auch nochmal einen richtigen Überblick über das Reformengebilde bekommt, was die Idee ist. Ja, vielleicht der Kernsatz jetzt zur Bildungsreform vielleicht abschließend wäre so, mein Angebot wäre so, der Lehrer wird endlich gezielt belohnt danach, ob er den Kindern einerseits größtmöglichen Spaß am Lernen, aber auch mit dem Ergebnis der maximalen Entfaltung von Kreativität, Innovativität und so weiter, so eine so gesunde Mischung herstellt, dass am Ende beim Berufseintritt sozusagen wirklich ein, aber auch leistungsfähiger und kreativer, innovativer Mensch bei rauskommt, der dann auch wirklich der Gesellschaft wirklich hilfreich sein kann, sozusagen. Das wäre so meine Zusammenfassungsformel. Und andere Bereiche, Herr Dr. Bülker, haben Sie Vorschläge? Ich habe ja hier eine Liste an kleinen Reformbereichen. Was war denn noch so mal Thema? Was interessiert überhaupt noch so als Reformthema? Naja, natürlich sowas wie soziales Arbeit oder Wirtschaft, letzten Endes innere Sicherheit, äußere Sicherheit. Diese Themen sind, denke ich, alle irgendwann zu bedenken. Machen wir doch mal innere Sicherheit. Ne? Ich einmal ganz kurz noch eine Zwischenfrage stellen, was wir auch in der Vorgruppe besprochen hatten und was mich sehr interessieren würde, was ich zumindest einmal noch kurz ansprechen würde, wäre die Digitalisierung des Unterrichts.
was Sie dazu zu sagen haben, was Sie zu berücksichtigen, aber nur ganz kurz halt. Ja. Das ist halt ein Riesenthema momentan. Genau. Und die Richtung macht mir Sorgen. Aber auch das würde ich wieder diesem internen Markt des Lehrertums überlassen, weil ich da auch auf diesen Marktkräften vertrauen würde. Denn wir haben ja einerseits den Professor Spitzer, der ganz klar sagt, dass diese Smartphones unsere Kinder alle chronisch krank machen. Ja? Und dass das absolut schädlich ist mit dieser Überdigitalisierung. Er ist sogar der Meinung, dass Smartphone und Computer eigentlich erst in die Hände von 23-Jährigen gehören. Ja? Also darüber kann man kontrovers diskutieren, aber überlassen wir das doch den Überlegungen der Pädagogen, ob die wirklich der Meinung sind, dass Computer, also ich habe den Eindruck, ich arbeite jetzt jeden Tag mit Computern seit vielen Jahren, ich habe den Eindruck, das ist absolut gesundheitlich ruinös, schädlich und absolut nicht gut und für Kinder schon gar nicht. Es zerstört das Smartphone, zerstört die Augen noch stärker als das zu viele Lesen, das ich in der Kindheit praktiziert habe. Ja, das heißt also, da wäre ich ganz vorsichtig. Ja, und denn nicht nur das, sondern nachweislich die Hirnfunktion. Ja? Auch das, ja. Die Kinder sind normalerweise bis 12-jährig im Alpha Zustand, Bewusstseinszustand, die produzieren da schon vermehrt Beta-Frequenzen und das hat also auch schon entsprechende Auswirkungen. Da gibt es einschlägige Arbeiten, auch gerade in diesem Bereich, das aber auch mal zu ergänzen. Genau an dieser Stelle, ja, genau an dieser Stelle bin ich dann aber eben auch eher bei Herrn Lohse, der sagt, vorhin ja auch angedeutet hat, dass wir eben, wenn wir an die österreichische Schule denken, die ich sehr stark in vielen Dingen kritisiere, aber Sie haben natürlich in einem recht. Wir sollten nicht denken, dass wir mit veralteten planwirtschaftlichen Vorstellungen solche Probleme lösen sollten, sondern da sollten wir gute Marktbedingungen schaffen, in denen ein Wettbewerb der Ideen entsteht unter den Lehrern. Wie viel digital ist gut und förderlich und wie viel digital ist schädlich und sogar gesundheitsschädlich? Ja? Und dabei auch unsere Ärzte werden da ja ein Wort mitreden, denn da die in der Gesundheitsreform ja dann total interessiert an der gesunden Entwicklung der Kinder sind, und zwar auch wirtschaftlich durch die Verdienstzuschläge, werden die uns ganz klar den Marsch blasen und sagen, hier hoppla, ihr könnt doch Kindern keine Smartphones in die Hand geben. Ja, es kommt drauf an, je nachdem, wie die Ärzte ausgebildet sind. Da gibt es ja oft ein getrenntes Lager auch dort. Ja. Ja. Da denke ich, wären die Lehrer alleine überfordert, das zu beurteilen. Da braucht man wirklich Fachleute, die zum Thema Elektrosmog-Experten, entsprechende Wissenschaftler, die da seit Jahrzehnten forschen. Da muss es zu einem synergistischen Gedankenaustausch und einer Beratung kommen, sicher. Ja. Ja. Dann kann das was werden. Aber und machen wir einfach auch, mal. Von Apple oder Samsung gesponsert werden. Ja, genau. Ja, aber die Sponsorung ist ja noch nicht mal so ein Problem. Das würde eben das Spiel der Kräfte auch von alleine sich erledigen. Sondern wird es Schulen geben, die werden von Apple gesponsert sein, die anderen, die sind von Microsoft gesponsert. So, und dann schaffen wir eben eine Form von Menschen, der aus diesen Schulen rauskommt und andere sagen dann, nee, aber solche Kinder wollen wir nicht haben, da schicken wir unsere Kinder nicht hin, ja. Also insofern glaube ich, diese moralischen und ethischen Wertvorstellungen, die wir jetzt hier auch im Gespräch teilweise so ausgedrückt werden, das relativiert sich alles in dem Moment, wo eben tatsächlich das freie Spiel der Kräfte da ist und völlig verschiedene Lehrangebote sein werden. Ja. So, und dann gibt es eben welche, die sagen, wir brauchen keine Religion, weil der Mensch ist nur ein Fleischklops, und andere sagen, ja, wir brauchen aber keine Naturwissenschaft, weil der Mensch ist ein geistiges Wesen. So, und diese beiden verschiedenen Schulen, die werden ihre Anhänger finden. So, und dann wird sich im Laufe der Jahre und Jahrzehnte herausstellen, ob sie Bestand haben werden. Genau, und all das wird alles innerhalb dieser Bildungsreform, würde genau das auch stattfinden, ja, egal, ob es eine private Universität ist oder eine staatliche, es würde ja immer der gleiche Mechanismus laufen, denn natürlich würden auch die Lehrkräfte der privaten in Universitäten genauso in den Leistungsranglisten des Staates drinstehen, egal, ob sie an der Privatuniversität lehren oder nicht, ne, und damit würde sich ganz oft
offen zeigen, was schädlich ist für die Entwicklung von Kindern und was positiv ist. Ja? Und von daher, ich würde jetzt mal sagen, wir machen, weil es schon so schön einfach ist, fangen wir doch mal mit der inneren Sicherheit an, Polizei, Richter, Staatsanwaltschaft. Wenn ich da etwas noch hinzufügen darf, ich finde die Idee, auch einen einfachen Kernsatz zu bilden, finde ich sehr schön. Ich würde aber den Aspekt eben wirklich direkt noch hinzufügen wollen. Also Lehrer werden getestet oder wir haben das als Testkriterium die ganze Gesellschaftsbreite hindurch, nicht nur in den Schulen. Wie kann möglichst Lernen mit Spaß möglich sein? Förderung von Kreativität und Förderung von eigenem Wohlgefühl, Wohlfühlstimme und gemeinschaftlichem Wohlfühlen und auch allgemeinem Gemeinwohl, also Gemeinwohlverantwortlichkeit, solche Fähigkeiten. Und wenn wir das machen, dann ist das auch ein Maßstab, um in solchen Experimenten überprüfen zu können, wo und wie und ob jetzt positiv oder negativ zum Beispiel moderne Kommunikationsmittel in solche Entwicklungsprozesse auch von Kindern integrierbar sind oder nicht. Ja. Nur die Verwendung der Wohlfühlstimmen in der Schule, die würde uns nur das kleine Risiko mit sich bringen, dass es am Ende so läuft, wie es bei diesen völlig untauglichen Experimenten der Lehrerrückmeldung kam. Nämlich, wenn der Lehrer einem schlechte Note gegeben hat, wird er dann einfach beschimpft und beleidigt, indem die Kinder vielleicht dann doch dazu neigen, wenn sie schon das Alter haben, dass sie eine Wohlfühlstimme abgeben dürfen, dass sie also quasi mit der Wohlfühlstimme auch den Lehrer bestrafen wollen, sozusagen, für die schlechte Note. Und da müssen wir also immer ein bisschen vorsichtig sein, weswegen ich jetzt beim Lehrer, beim Bildungs- und Erziehungssystem nicht so häufig von Wohlfühlstimme im Moment rede, weil es eben letztendlich darum geht, ob es gut ist für die Entwicklung des Kindes. Und manchmal kann auch eine schlechte Note ein wichtiger Rückmeldungshinweis für das Kind sein, vielleicht nochmal sich selbst zu überdenken. Ja? Und wenn ich da aber sagen darf, ich denke, wir sollten da schon einfach offene Experimente zulassen. Weil ich eben glaube, da haben wir ja schon öfters drüber geredet, die Wohlfühlstimme ist auch für suchtkranke oder konsumsüchtige Erwachsene etwas, wo sie sich gegen eigene Positiventwicklung vielleicht mit sträuben. Der Heroinabhängige wird sich gegen die Messung der Wohlfühlstimme insofern sträuben, weil er eigentlich schon weiß, dass der Augenblickskick, nachdem er spielt, etwas ist, was in 2-3 Jahren ihm nicht gut tut. Deshalb wird er vielleicht sogar sich sträuben, überhaupt so eine Messung der Wohlfühlstimme so haben zu wollen. Ja. Ich denke aber bei Kindern, es ist wichtig, dass wir eben sehr früh sie in diese Selbsteinschätzung und auch weiterblickende Verantwortungseinschätzung mit einüben, sodass sie über die ständige Messung der Wohlfühlstimme dann merken, okay, das, was ich da im Augenblick als Wohlfühlen empfunden habe, zeigt sich ein bisschen später als, was weiß ich, Unfähigkeit. Weil ich eben mir nicht was zu sagen gelassen habe im Unterricht oder so. Ja, ja. Aber ich mache, weil wegen der Zeit, ja? Ich habe noch viel Zeit, also ich habe keinen Zeitdruck. Ich wollte nur gerne jetzt, bevor die Ersten vielleicht dann aus Zeitgründen nicht mehr teilnehmen können, nochmal so was Schönes, Einfaches machen wie Polizei, Richter und Staatsanwaltschaft. Herr Dr. Wülker, machen wir das doch mal schnell, innere Sicherheit. Also, das Problem ist, dass in der Polizei sich vorteilbringende Irrtümer ausgebreitet haben, die so ungefähr, ich mach's mal, beim Richtertum haben wir zum Beispiel den vorteilbringenden Irrtum, naja, die Täter, die haben ja eine schwere Kindheit gehabt und ich kann jetzt keine harte Strafe verhängen, sozusagen, sondern ich muss jetzt Rücksicht nehmen darauf, dass der Mensch eine schwere Kindheit hatte und ich muss diese und jene mildernden Umstände reinbeziehen und am Ende geht der Täter, der vielleicht jemanden fast totgeschlagen hat, mit einer Bewährungsstrafe als völlig freier und narrenfreier und unbestrafter quasi raus aus dem Gericht. Ja? Und solche vorteilbringenden Irrtümer oder in der Polizei haben sich da so... Eine kurze Zwischenfrage dazu, das habe ich gerade nicht verstanden. Was ist denn der vorteilbringende Irrtum dabei für den Richter? Das ist bei mir jetzt nicht angekommen. Ach so, der Vorteilsaspekt liegt darin, dass dieser Richter in Zukunft durch seine Art des täterfreundlichen und opferfeindlichen Rechtssprechens sozusagen und auch durch den Mangel an
pädagogischer Führung des Täters weg von der Kriminalität zum legalen Leben sozusagen quasi indirekt belohnt wird, indem sein Schreibtisch durch Wiederholungstäter ständig voll ist und er kriegt dann neue hübsche Assistentinnen zum Beispiel bewilligt, mit denen er dann vielleicht einen schönen Flirt am Arbeitsplatz genießen kann und so weiter und vielleicht sogar ein Liebesverhältnis und so weiter. Also das heißt, er wird versteckt belohnt quasi und kriegt Vorteile, indirekte Vorteile dafür, dass er eigentlich gegen die Gesellschaft recht spricht sozusagen. Ja? Hat er auch noch andere Vorteile, die er dabei bekommen kann, außer diese gerade genannten? Ja, aber der schon alleine wäre schlimm genug. Er fühlt sich umso wichtiger, er fühlt sich gebrauchter, ja, und so weiter, je voller der Tisch ist und so weiter. Ja? Stellt sich den Richter vor... Das ist Zwischenfrage, dass er genervt darüber ist, gestresst nachdem ich habe zu viel Arbeit oder... Ja, aber stellen Sie sich den Richter vor, den Horrortrip jedes Richters... dass es keine Straftäter mehr gäbe. Im jetzigen System wäre das ein Horrortrip, weil er dann Angst hätte, dass er wegrationalisiert wird, sozusagen. Ja? Und im zukünftigen System ist der Richter, der dafür sorgt, dass es überhaupt keine Straftaten mehr gibt, das ist der König, der wird der zum Ausbilder, zum Top-Ausbilder aller anderen Richter, der macht die Weiterbildung für die anderen Richter, eben weil er so gut ist. Und dafür müssen wir aber die Anreize setzen. Also müssen wir die Polizei und Richtern und Staatsanwälten müssen jeweils wechselnd für bestimmte Bezirke und Regionen, für Stadtbezirke, für Landbezirke, für Regionen zuständig gemacht sein. Und diese Zuständigkeiten müssen auch regelmäßig wechseln, sodass wir dann anhand zum Beispiel einer Ergänzung der Wohlfühlstimme, zum Beispiel der Sicherheitsstimme als Ergänzung der Wohlfühlstimme der Bürger sozusagen die Rückmeldung haben, es ist bei den Bürgern 10-mal eingebrochen worden, dann werden sie eine schlechte Sicherheit, verschlechterte Sicherheitsstimme abgeben. Hat die Kleinkriminalität vor Ort abgenommen, weil die Polizei plötzlich ganz anders umgeht mit Straftaten und völlig anders umgeht, ja? Auch viel sozialarbeiterischer umgeht mit den Straftätern und so weiter, mit den Sozialarbeitern zusammenarbeitet sozusagen. Und wenn dann die Region befriedet ist und die Sicherheitsstimmen werden alle besser und jeder Wähler kann die Wohlfühlstimme von der Sicherheitsstimme leicht abtrennen, das ist nicht immer identisch. Ne? Es ist natürlich in dem Moment identisch, wo ich gerade halb totgeschlagen wurde von einem Straftäter, dann werden Wohlfühlstimme und Sicherheitsstimme sehr eng beieinander liegen. Ja, aber die Sicherheitsstimme hat eben auch etwas leicht Unabhängiges davon und da könnten wir jetzt die Verdienstzuschläge sozusagen, könnten das System der Narrenfreiheit für Richter beenden sozusagen, denn wenn sie in einer Gesellschaft Narrenfreiheit gewährleisten, dann kriegen sie auch närrisches Verhalten, ja? Und das haben wir im Richtertum zugelassen und das ist der falsche Weg. Ansonsten haben wir sie gekoppelt an die Politik, was der völlig falsche Weg ist, ja? Wir müssen die Richter so weit wie möglich wirklich unabhängig machen. Sogar in den USA werden ja Richter sogar gewählt von den Bürgern, ja, und das ist sicherlich auch nicht ganz unvernünftig, aber vor allem müssen die Verdienstzuschläge und die weiteren Karriereaussichten davon abhängen, dass der ideale Richter Kriminalität verhindert und dafür sorgt, dass es gar keine Kriminalität gibt. Und genauso die ideale Polizeitruppe, also das sind dann Mannschaften, die sich Obermeister, Polizeiobermeister nach Gutdünken zusammenstellen, wen sie für die Qualifiziertesten halten sozusagen, da darf sich jeder immer einen wählen und so reihum. Und genauso in der Staatsanwaltschaft. Denn im Moment ist es so, dass die Staatsanwaltschaft so quasi nach dem Motto arbeitet, ach, ist uns zu viel Arbeit, wir stellen das Verfahren ein. Punkt. Tschüss. Ja? Herr Dr. Wilkers, sehen Sie die Einfachheit dieser Grundüberlegung da als ausreichend? Naja, ich denke, das ist eine Kopplung dessen, dass man einerseits dafür sorgt, dass das regional sozusagen Wechsel da ist, dass man dann eben eine Korrelation dazwischen sieht, wie sind die Auswirkungen, wenn diese Person in einer Position in einer Region ist. Das ist durchaus einleuchtend. Man macht quasi Kontrollgruppen, immer wieder wechselnde Kontrollgruppensituationen, richtig? Ja. Als wissenschaftliches Experiment. Also vieles von uns ist die Anwendung der wissenschaftlichen Datenerhebung und des wissenschaftlichen Experimentes auf die Gesellschaft, um saubere Daten zu kriegen. Ja? Kontrollgruppen.
Ich habe jetzt ganz kurz redaktionell, ich glaube, wir laufen gleich in die 2 Stunden rein. Ja, deswegen müssten wir uns entweder neu einwählen, neu einwählen oder Schluss machen. Wie ist die Stimmung? Ich habe Zeit ohne Ende. Wir können durchaus noch weitermachen, aber dann müssen wir uns eben sozusagen nochmal neu einwählen. Ja, und vielleicht könnten wir auch mal die Störgeräusche, die ständig da sind, die erschweren ja das Hören ganz erheblich. Also wer auch immer da jetzt für zuständig ist, der möchte doch bitte mal dein Mikrofon zuhalten, schalten, wenn er selber nicht spricht. Mikrofon zuhalten, zuhalten, Daumen drauf, aufs Mikrofon. Öff, vielleicht einen Daumen aufs Mikrofon. Ja, jetzt ist schön. Also wir werden bald abstürzen und ich bin fit. Ich habe einen dringenden technischen Tipp. Sternchen und 6 stellt das Mikrofon stumm. Sicher? Das heißt also auch bei so einem Telefonat jetzt kann man damit dafür sorgen, dass von der eigenen Stelle keine Störgeräusche mit reinkommen, wenn man nicht sprechen will. Wir sind im kostenlosen Globify-Modus. Ob das funktioniert, bin ich nicht sicher. Ja? Also, ich bin bereit zum Wiedereinwählen. Ich bin gerade schon wieder eingewählt. Ja, dann machen wir das jetzt. Alle einmal raus. Alle einmal raus und alle einmal reinwählen. Also ich muss mich leider verabschieden. Ja. War sehr interessant, aber beim nächsten Mal bin ich gerne wieder dabei. Alles klar, bis dann, gell? Danke. So. Ich bin auch weg. Alles klar, bis dann. Wir wählen uns alle nochmal ein. Welcome to Globify, the world's largest... The number of participants is now 4. Please hold the line. Ja, wir sind zu viert. Hallo? Ja. Wir sind, glaube ich, eben jetzt zu viert, ne? Bis jetzt. Einer ist wieder rausgegangen. Ja, ist einer rausgefallen, ja, kann ja sein. Hallo? Ja, Andreas Burkhardt. Ja, super. Ja, ich habe da mal eine Frage. Ja. Ja, was halten Sie denn von dem Modell des Schadenersatzes, was im Konzept der freien Städte von den Austrian Economics propagiert wird? Sehr viel, sehr viel. Also, wir haben ein Gesundheitsreformmodell. Ich habe darüber gesprochen, dass es mehr um Reformkompetenz geht als um einzelne fest in Stein gemeißelte Reformkonzepte. Ja? Sondern wir haben ein Konzept, das ausschließlich auf Schadensersatz beruht. Da zahlt quasi der Arzt die Selbstbeteiligungszahlungen, die ein Patient ja eigentlich zahlen müsste, wenn er zu einem anderen Arzt geht. Die zahlt er freiwillig als Schadensersatzregelung in dem Vertrag sozusagen für das nicht zufriedenstellende Versorgung des Patienten mit Gesundheit sozusagen, zahlt er das als Schadensersatz, indem er die Selbstbeteiligungszahlungen des Patienten übernehmen muss, laut Vertrag sozusagen, um den den Schadensersatz zu bezahlen. Und das ist auch eines der Konzepte. Schadensersatzregelung ist sehr sinnvoll. Auch im Bereich der inneren Sicherheit, meine ich. Auch das könnte man überlegen, ja? Also gerne darüber nachdenken. Das wird ja im Konzept der freien Städte davon ausgegangen, dass, das ist jetzt natürlich mal eine Privatangelegenheit, nach dem Motto, einer garantiert die Sicherheit, ja, quasi privates Sicherheitsunternehmen. So, der verlangt Geld dafür, dass er Sicherheit eben garantiert. Und in dem Moment, wo jetzt bei einem Bürger eingebrochen wird, ja, ist das eine Vertragsverletzung, weil er die Sicherheit nicht gewährleistet hat. Ja. So, und dann tritt nicht die Versicherung des Gestohlenen oder des, bei dem eingebrochen wurde, in
Haftung, sondern der Vertragspartner, der die Sicherheit nicht gewährt hat. Sehr gutes Konzept, ja, sehr gutes Konzept. Sehen Sie, das, genau das ist das, was wir im Weltrat ja machen. Sie sind ja noch nicht so lange dabei. Genau immer wieder neue Ideen, wie kann man positive Anreize so setzen, dass dann die Polizisten sozusagen quasi einen gewissen Etat haben, um diese Schadensersätze zu zahlen. Und ein Teil dieser Schadensersatzzahlung geht immer von ihren eigenen Verdienstzuschlägen ab, ne? Ja, und genauso beim Arzt oder, ja, das kann man in allen möglichen Systemen. Wir haben zum Beispiel über so Systeme nachgedacht, früher, vor Jahrzehnten schon, denn viele der Professoren sind ja schon viele Jahrzehnte mit diesem Thema beschäftigt. Zum Beispiel, sie kaufen nicht mehr den Dachdecker, sie bezahlen nicht mehr den Dachdecker, sondern sie kaufen bei der Versicherung 30 Jahre dichtes Dach. Und wenn das Dach dann undicht wird, dann muss die Versicherung auf ihre Kosten und mit den und die Handwerker eventuell auf ihre eigenen Kosten, je nach Vertrag mit der Versicherung, die Nachbesserung des Daches besorgen sozusagen. Und wenn die nicht schnell genug kommen, dürfen sie jeden anderen Dachdecker bezahlen und dann müssen die im Rahmen der Schadensersatzregelung, muss dieser andere Dachdecker bezahlt werden. Und zwar auf Kosten des Dachdeckers, des vorherigen Dachdeckers, des erstellenden Dachdeckers und der Versicherung. Also Schadensersatz ist ein wichtiger Begriff, auch für uns. Ja, und das jetzt auf die Polizei anzuwenden, geht genauso, wie man das beim Arzt machen könnte. Wie gesagt, das ist eher eine Reformfähigkeit, Reformkompetenz. Ja? Immer zu überlegen, was muss ich genau machen, wenn ich bestimmte Vorgaben habe, welchen positiven Anreiz muss ich jetzt setzen, um die vorteilbringenden Irrtümer bestmöglich aussterben zu lassen. Ich kann da auch mal wieder was zu ergänzen, wenn ich darf. Hört ihr mich? Ich bin jetzt erst wieder da. Mehr Abstand vom Mikrofon, bitte. Du bist immer der Lauteste. Ich versuche. Also ich habe jetzt auch Nebengeräusche im Auto jetzt im Moment. Ja. Okay, ich wollte sagen, im Bereich Sicherheit, wenn da wirklich auch nach den Wohlbefinden der Menschen gegangen wird, also jetzt mal die Bürger gefragt werden, inwiefern genießen sie denn tatsächlich schützende Rechtsstaatlichkeit. Ich habe erst vorgestern mit einem Polizisten gesprochen. Da rannte ein psychopathischer Störer und Randalierer bei uns über das Campgelände. Und der Polizist sagte hinterher, weil der lief da einfach weg und hatte auch gar keine Angst vor der Polizei oder vor irgendwelchen Folgen. Der Polizist sagte, er findet es total traurig, die Bürger eigentlich kaum noch schützen zu können. Weil beispielsweise in so einem Fall, wo jemand jetzt da so psychisch randaliert, jetzt ist er weg, ne? Aber ich das heißt, kann es müsste ein anderer Mechanismus sein, wie das vom Gesundheitsamt Betreuungsverhältnis eingerichtet werden, die dann bei Eigen- und Fremdgefährdung effektiv eingreifen können. Aber jedenfalls, dass der Bürger in der einen oder anderen Weise, ob mit Strafabschluss oder ein... Wir hören dich jetzt nicht mehr gerade, aber ich glaube, ich weiß, was du sagen willst. Es muss ja eben so sein, dass zum Beispiel, wenn wir die Sicherheitsstimme haben, dass wir dann die Situation haben, dass eben auch der Polizist, der im Moment in vielerlei Hinsicht ja sozusagen demotiviert wird, überhaupt einzugreifen und so weiter, dass der motiviert wird, dass der sozialpsychiatrische Dienst ganz andere Anreizsituationen braucht, damit er da dann auch eingreift. Und wir hatten das ja mit Dr. Wodak besprochen, dass wir dann also bei der Gesundheitsreform zum Beispiel so Systeme haben können, dass eben der sozialpsychiatrische Dienst und die Psychiater viel mehr die Leute zu Hause aufsuchen und die Leute begleiten, die Leute richtig betreuen und dafür sorgen, dass die nicht dekompensieren und nicht störend werden und so weiter oder zerstörerisch werden. Ne? Ne? Aber also das ist alles. Dringend solche Effizienztests, die wirklich zeigen, was erhöht jetzt Sicherheitsgefühl der Menschen auch. Ja, genau. Herr Dr. Wülker, haben Sie noch eine andere Reform, die Sie noch die wir noch ansprechen sollen? Ich habe noch eine ganze Liste, ne? Naja, also ich dachte vielleicht, was wäre denn jetzt der Kernsatz für die innere Sicherheit? Dass wir die Personen der inneren Sicherheit auch dazu bringen, eben... Der Polizist wird zukünftig endlich belohnt dafür, wenn er wirklich bewiesenermaßen mehr Sicherheit und Schutz vor Straftaten in seinem Distrikt erzeugt hat. Ja? Und der genauso der Staatsanwalt und der Richter
und das natürlich mit einer Mischung aus pädagogischen Maßnahmen, die die Straftäter wegbringen von der kriminellen Lebensführung zu einer legalen Lebensführung, aber auch mit der nötigen Härte, die ganz klar sagt, so, wir dulden das als Gesellschaft nicht, dass du hier die Gesellschaft schädigst. Ja? Und wir würden sozusagen dann wieder ähnlich zum Bildungssystem oder zum Gesundheitssystem die Ideen, die dann da umgesetzt werden oder die angedacht werden, um auszutesten, ob man damit eine höhere Sicherheit erreicht, würden wir dann auch wieder dem freien Ideenspiel überlassen. Genau, da würden wir wieder, nachdem wir das ganze System gelenkt haben, also ein gesundes, echtes planwirtschaftliches Element eingebaut haben, überlassen wir es wieder den freien Marktkräften, denn freier Markt wird nur gefährlich, wenn er kein Lenkungsdach hat, ja, kein Lenkdach hat oben drüber. Und da können wir dann wieder auf die Marktkräfte vertrauen, dass die Polizistenteams sozusagen untereinander in einem Wettbewerb der Ideen stehen werden, wie man das macht. Ich mache mal nur ein Beispiel. Wir haben hier viele Kleinkriminelle vor Ort, ja, und dann da bräuchte sich eigentlich nur alle zwei Wochen mal ein Polizist in Zivil, eine Beamtin in Zivil mit verdeckter Kamera und verdecktem Mikrofon sozusagen mal in die Nähe zu setzen. Und könnte lauter Straftaten dokumentieren innerhalb weniger Stunden sozusagen. Beleidigungen der Bürger, Flaschen schmeißen und alle möglichen bösen Taten sozusagen begutachten. Dann drückt die irgendwann auf den Knopf, wenn sie genug gesammelt hat. Und dann kommen die Beamten im Zivil, nehmen die Täter mit. Das Filmmaterial und Tonmaterial geht an den Richter. Und dann hat er sofort eine Arbeitsgrundlage. Und dann können sie damit zeigen, hier hopp, ist es Schluss mit lustig. Die Gesellschaft lässt sich nicht mehr gefallen, dass zum Beispiel eine ältere Dame letztens einfach mit Anlauf runter von der Bank gerannt wird, weil in dem Fall die Kleinkriminellen gesagt haben, das ist unsere Bank. Ne? So, fertig. Ja? Und diese Narrenfreiheitsräume in unserer Gesellschaft, die ja, das Rezept in der Psychologie lautet ja Broken Windows Theorie, während den Anfängen, wenn wir nicht jedes gebrochene Fenster sofort reparieren, dann haben wir plötzlich überall eingeworfene Scheiben, weil das so als Spielwiese dann zur Verfügung steht sozusagen. Wir müssen in der Polizei, wird im Moment alles getan. Kleine Straftaten ignorieren wir und warten erst, bis sie richtig groß sind, bis es der Mord geworden ist und dann gehen wir auf den Mord drauf. Aber es geht, ist doch viel besser, den jungen Leuten, und viele Straftäter sind ja sehr junge Leute, direkt auf die Finger zu klopfen und zu sagen, das dulden wir hier in der Gesellschaft nicht. Während den Anfängen, Broken Windows Theorie in der Psychologie, ja, das muss das Rezept sein. Und da werden die Polizisten sich gegenseitig darin übertreffen, was für Ideen sie entwickeln und was für Gesetzesänderungen sie von der Politik fordern werden, weil sie sagen, ich kann sonst nicht sauber arbeiten. Ich brauche die Erlaubnis dafür, mit verdeckter Kamera und verdecktem Mikrofon arbeiten zu dürfen. Ja? Ja. Leuchtet das halbwegs ein? Ja, ich meine, was wäre dann ein Mechanismus, dass man nicht in eine Art zu weitgehende Überwachung abdriftet? Ja, dass doch die Polizei selber sozusagen intern alles dafür tun würde, diese Abteilung wieder alles dafür tun würden, dass nicht am Ende der Bürger geschädigt oder schikaniert wird durch eine Art Überwachungsstaat. Also das heißt, die werden selbstständig abwägen, was können, dürfen wir tun und wo würden wir eventuell dann dem Bürger sogar Schaden zufügen, indem wir sozusagen unnötige überwachungsstaatliche Elemente implementieren. Und da wäre ich ziemlich zuverlässig, dass dann auch diese internen Kontrollmechanismen, da ja die Sicherheitsgefühlnote über allem steht, die Sicherheitsstimme über allem steht sozusagen und über allem wacht, ist ja so, wenn der Bürger sich quasi einem Überwachungsstaat ausgesetzt sieht, wird er automatisch eine schlechtere Sicherheitsstimme abgeben. Ja? Und so wird sich das einpendeln. Ja? Dass also natürlich selbstverständlich nur in diesen Ausnahmefällen und dass auch sofort alles, was nicht direkt Straftat ist, auch sofort wieder gelöscht wird. Ja? Wenn ich dazu einfügen darf, also ich glaube, gerade in der Hinsicht dürfen wir nicht naiv sein.
die Überwachungsmöglichkeiten sind schon jetzt enorm und sie werden kaum mehr abzuschalten oder aus der Welt zu schaffen sein. Ja. Ich glaube, dass das Wichtigste dabei ist, dass wir endlich Effizienzkriterien für Vertrauenswürdigkeit der Stellen haben, die da die Hebel in der Hand haben. Genau. Auch diese Möglichkeiten der Überwachung. Genau. Also wir brauchen die Effizienz der Vertrauenssicherheit, weil die Mittel als solche sind nicht mehr aus der Welt zu schaffen, nehme ich an. Ja, ja, die sind überall mittlerweile. Und wie gesagt, die Leute sind ja auch, ich sage immer so, wir können alle Systeme machen, auch die Gesundheitsreform können wir völlig ohne sogenannte Neudaten erheben. Ja, wir können eine Gesundheitsreform machen, die überhaupt keine Neudaten hat, aber dann viele andere kleine Nachteile hat. Ja, ich habe selbst gar keine Angst davor. Wir können das so schaffen, dass Datenschutz und alles voll gewährleistet wird. Das können wir hinkriegen. Wir können es aber auch ohne Daten machen. Es gibt für alles auch Lösungsmodelle ohne Daten, ja? Denn wir könnten zum Beispiel, ja, wir könnten ja im Sicherheitsbereich auch so etwas wie die volkswirtschaftliche Situation messen. Zum Beispiel, wenn Leute sehr häufig durch Einbrüche in einem Viertel geschädigt werden, dann wird das sich auf die gesamte volkswirtschaftliche Situation negativ auswirken in diesem Bezirk und können dann die Gehälter und die Verdienstzuschläge der Polizisten koppeln an diese volkswirtschaftlichen Daten, also an die sogenannten Wirtschaftswunderdaten. Also es gibt immer Möglichkeiten, wo man auch mit praktisch mit Daten, die sowieso schon vorhanden sind, auskommen kann. Nur ich denke, für mich ist halt der Königsweg, die Sicherheitsstimme zusätzlich zur Wohlfühlstimme zu erheben. Ne? Bei jeder Wahl und zwischendurch. Und die würde dann konkret beispielsweise in gleicher Art erhoben wie die Wohlfühlstimme, sprich, dass man, sagen wir mal, über die Krankenkassenkarte auch die Sicherheitsstimme abgeben kann. Genau, alles identisch. Also quasi, man kann immer beides abgeben und die Unterschiede. Ja, also es gibt eben Situationen, wo das Sicherheitsgefühl nicht das gleiche ist wie das Wohlgefühl. Sondern das hängt oft eher, die Sicherheitsstimme ändert sich eher, wenn eine konkret, wenn bei einem eingebrochen wurde, ja, dann ändert sich die Sicherheitsstimme vielleicht manchmal, dann würde dann stärker verändert werden als die Wohlfühlstimme. Okay. Weil der Bürger ja das schon auf die Sicherheitsfragen beziehen soll, die Stimme, ne? Die Wohlfühlstimme ist die allgemeine und die Sicherheitsstimme ist die spezielle. Und die für die spezielle guckt da natürlich, bin ich gerade Opfer einer Straftat geworden, dann wird sich die natürlich stärker noch verändern als die Wohlfühlstimme. Ja, gut. Was wäre denn, wenn wir als nächstes Thema zum Beispiel Soziales oder Arbeitsmarkt? Arbeitsamt. Arbeitsamt. Ja. Das geht ganz schnell. Gerne. Im Moment haben wir die vorteilbringenden Irrtümer, dass sie dann Vorgesetzter von neuen Mitarbeitern im Arbeitsamt werden können, wenn sie möglichst ineffizient arbeiten, den Leuten eigentlich gar nicht helfen und eigentlich sagen, Leute, bewerbt euch und ihr müsst was tun, ach, ich kann eigentlich nichts tun, ihr müsst den Arsch hochkriegen und ich sitze in meinem Sessel ganz bequem und gut und das ist der beste Weg. Das ist der vorteilbringende Irrtum zum Beispiel, ja? Und den muss ich aussterben lassen durch positive Anreize, wie die bedeuten. Der Arbeitsamtmitarbeiter kriegt nur noch ein minimales Grundgehalt und alle entscheidenden Verdienstzuschläge kriegt er für jeden Einzelnen, den er zu Hause abgeholt hat, an der Hand genommen hat, mit ihm lange geredet hat, wo der hin will und was der haben will und dass er nicht Ruhe gibt, bis der nicht in Arbeit ist oder in einer ehrenamtlichen Tätigkeit oder zumindest sagt, ich mache eine gesellschaftlich wertvolle Tätigkeit und das weise ich Ihnen so und so nach und so weiter. Und irgendwann lässt dann natürlich der Arbeitsamtmitarbeiter auch die Leute in Ruhe, die partout nicht arbeiten wollen. Da hat er dann keinen Zugriff, aber er versucht, die Leute mit allen Tricks zu verführen. Er kriegt einen eigenen kleinen Etat, wovon natürlich auch seine Verdienstzuschläge abhängig gemacht werden. Da kann er unkonventionelle Deals, zum Beispiel in einer Bäckerei, vereinbart er, dass dieser Mensch eine Chance bekommt und auch auf die Kosten der Bäckerei eingearbeitet wird in den Bäckereibetrieb
und so weiter. Und das gleicht er finanziell aus und dann gibt ihm der Bäcker eine Chance und dann wird er vielleicht ein guter Verkäufer in der Bäckerei oder so, ja. Und hat Spaß daran, gibt auch dann langfristig gute Wohlfühl, also kurzfristig sollte man da dann die Wohlfühlstimmen und vielleicht eher ausblenden, denn es kann ja sein, dass jemand auch wieder schlechte Wohlfühlstimmen abgeben will, nur weil er aus seiner Hängematte so ein bisschen rausgeholt wird durch den Arbeitsamtmitarbeiter und aus seinem Bier vom Sofa rausgeholt wird, aber langfristig sozusagen wird es dann so sein, dass diese Leute sagen, ja, jetzt fühle ich mich viel wohler, weil ich jetzt seit einem Jahr arbeite und irgendwie fühle ich mich insgesamt doch viel wohler als vorher und dann kann man auch die Wohlfühlstimme wieder zulassen oder gewichten, aber sozusagen oder wieder normal hoch gewichten, aber eben es muss so sein, dass also die Verdienstzuschläge und der eigentliche Verdienst jedes Arbeitsmitarbeiters davon abhängt, ich gehe nach Hause, ich hole den ab, wir fahren mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zu allen möglichen Arbeitgebern, die irgendwie auch nur irgendwie in Frage springen, stellen und wenn es ehrenamtliche Organisationen sind und wenn einer nur einen Arm hat, dann ist es vielleicht in der ehrenamtlichen Einrichtung eine Tätigkeit, die er mit einem Arm problemlos 3 Stunden am Tag verrichten kann und auch dafür kriegt dann der Mitarbeiter das Arbeitsamt eine kleine Verdienstzuschläge und die laufen so lange, wie der Job läuft, sodass auch der Arbeitsamtmitarbeiter nicht an, wie die Banken, an einem schnellen Abschluss interessiert ist, der dann nach 3 Wochen bereut wird, sondern eben, wenn das 10 Jahre das Arbeitsverhältnis dauert, kriegt er auch 10 Jahre Verdienstzuschlag, sodass dann die Arbeitsmitarbeiter sogar den Anreiz haben, den positiven Anreiz, generell Arbeitslosigkeit zu verhindern. Die Leute sollen sich bei ihm melden, lange bevor sie arbeitslos werden und er sucht schon mit dem arbeitslos werdenden oder von Arbeitslosigkeit bedrohten schon den nächsten neuen Job. Und so, dass es nur noch Arbeitsplatzwechsel gibt. Denn jede Tag Arbeitslosigkeit würde ja die Verdienstzuschläge des Arbeitsamtmitarbeiters bei seiner Klientel reduzieren. Einleuchten? Da habe ich direkt mal eine Frage zu. Warum braucht man überhaupt dann ein Arbeitsamt dafür noch? Ja, denn Arbeit vielleicht nicht in dem Detail machen doch die privaten Arbeitsvermittler. Die Arbeitslosigkeitsversicherung können wir in Zukunft dann zu großen Teilen an die Versicherten wieder zurückbezahlen. Die wird nicht mehr gebraucht langfristig. Ich meine auch die Vermittlungstätigkeit. Könnte man auch privat machen. Wie gesagt, ich habe vorhin schon gesagt, mir ist völlig egal, ob das eine private Arbeitsvermittlung ist oder das Arbeitsamt. Hauptsache die Anreize stimmen. Die positiven Anreize stimmen. Ja, also die positiven Anreize müssten von Staats wegen auch für die private Arbeitsvermittlung dann auch dort würde das Ergebnis gemessen werden. Und nicht das Bemühen. Okay. Das Bemühen interessiert uns nicht. Uns darf immer nur das Ergebnis interessieren. Also ich glaube, dieser Ansatz, der ist sehr seltsam. Das funktioniert, glaube ich, nicht, weil das funktioniert schon gar nicht mit den Beamten, die sie jetzt haben. Das, was sie da machen, ist eine gute Art der Vertriebsform. Vertriebler sind total hochwertige Spezialisten, die richtig Geld haben wollen, auf dem Markt was wert sind. Wenn die einen Arbeitslosen in den Markt reinbringen können, dann können die Versicherung verkaufen, dann können die Häuser verkaufen, dann können die alles Mögliche. Und wir haben in den Arbeitsämtern eigentlich nur Müll. Und wer wird Beamter? Beamter werden, da müssen sich auch vorher überlegen, was für Leute werden überhaupt sozusagen gehen in das Staatssystem rein. Das sind keine Leistungsträger. Das sind die Leute, die Sicherheit suchen und im Zweifel wenig arbeiten wollen und eher privat orientiert sind. Und meiner Meinung nach kriegt man das Problem eher gelöst mit dem Grundeinkommen, dass man eine Arbeitsagentur gar nicht mehr braucht. Ja, sollen wir das Grundeinkommen zum nächsten Thema machen, ja? Ja, warum nicht? Sollen wir das? Ja, können wir machen. Herr Dr. Wölker, ja? Ja, können wir. Dann sage ich Ihnen gleich mal, wir diskutieren intern. Wir haben einen Professor dabei, der für ein großes Grundeinkommen plädiert. Und wir haben intern die Diskussion, ob wir ein winziges, kleinstmögliches Grundeinkommen wollen. Was wir auf jeden Fall wollen, ist, dass zusätzlich zu Pflegeversicherung und Krankenversicherung
dann auch letztendlich eine Rechtsschutzversicherung sowieso zum Hartz-IV-System auf jeden Fall dazu muss, damit die Bürger sich auch rechtlich geschützt fühlen. Kostenlos, also eine kleine kostenlose Rechtsschutzversicherung, sodass wir den Anwalt auch nach dem gleichen Prinzip bezahlen können wie den Arzt. Verhinderung von juristischen Auseinandersetzungen und von Streitigkeiten bringt die meisten Verdienstzuschläge. Ja? Und jetzt aber zur Grundeinkommen selber. Warum hat sich bei uns eine Tendenz entwickelt, das große Grundeinkommen abzulehnen? Das ist ein riesiges wissenschaftliches Thema. Und zwar versuche ich das ganz kurz. Kurze Zwischenfrage. Was ist denn riesig und was ist klein? Riesig ist 1500 Euro, wie es Richard David Precht vorschlägt, ja? Und klein wäre sozusagen runter auf, sehr klein wäre gesunde Ernährung. Wir experimentieren ständig, mehrere Leute bei uns experimentieren mit wie wenig Geld kann man sich kerngesund ernähren. Und das ist unheimlich wenig, ja? Ich ernähre mich im Moment jeden Tag mit etwa 1 Euro bis 1,50 Euro kerngesund. Ja? Natürlich kein super Luxus-Bio und nicht alle Spielereien und nicht jedes Nahrungsergänzungsmittel, sondern nur die allerwichtigsten und so weiter. Also nur das, was ich wirklich für die Gesundheit brauche. Ja? Und das mit 1 Euro, das müssen Sie mal vorstellen, also 45 Euro im Monat. Ne? Also sagen wir mal 60, 70, 80, 90, 100 Euro im Monat für gesunde Ernährung. Ja? Und okay, dann, aber da wird es dann ja wieder davon abhängig sein, wie man ein Grundeinkommen vom Ansatz versteht. Und der Ansatz des Grundeinkommens ist meiner Meinung nach, den Arbeitnehmer aus der Abhängigkeit zu entnehmen und ihm die Möglichkeit zu geben, sich seinen Wert selber zu suchen, weil er sich um Existenz keine Sorgen macht. Richtig, und damit sind wir bei der entscheidenden Frage, die ein anderer Professor bei uns stellt, der Professor Pansel, der also aus dem Managementbereich wissenschaftlich kommt, als Soziologe wiederum, ja, und der sagt ganz klar, wir wissen immer noch nicht, ob der Mensch nicht doch eine ganz kleine, gesunde Angst braucht, um an der Gesellschaft kreativ und aktiv teilnehmen zu wollen, oder ob wir ihm auch dieses kleine bedingungslose Grundeinkommen, da kommt dann noch Telefon und Internet dazu, also Internet, Fernsehen dazu, Öffentlich-Rechtliches und so weiter dazu, und der Strom kommt ja noch dazu, sodass wir dann bei circa 150 bedingungslosen Grundeinkommen plus Krankenversicherung plus und so weiter und Wohnung und so weiter kommen, ja, von wegen Recht auf Wohnung und so weiter. Aber entscheidend ist, dass diese wissenschaftliche Frage nicht geklärt ist. Das müssen wir experimentell irgendwann machen, ob denn auch dieses winzige bedingungslose Grundeinkommen würde den Menschen völlig angstfrei stellen. Und ob das wirklich in der Evolution ein sinnvoller Weg ist, ist umstritten, ja? Umstreitbar. Da müssen wir also experimentell ran, aber warum jetzt nicht das große 1500 Euro bedingungslose Grundeinkommen? Jetzt Folgendes, da müssen wir mit einem vorteilbringenden Irrtum der Grundeinkommensvertreter diskutieren. Ja? Ich weiß nicht, ob Sie alle schon mal den Satz gehört haben, alle Menschen sind gleich. Alle Menschen sind Genies. Ich rufe hier gerade für unsere Zuschauer hier mal auf, das Bild der Normalverteilung. Also, naturwissenschaftlich absolut feststehend und hundertprozentig bewiesen ist, dass die Evolution, also unsere Genome, eingebaute Mechanismen haben, die Ungleichheitserzeuger sind. Herr Dr. Wülker, können Sie das als Physiker mit gewisser Beziehung zur Evolutionsbiologie nachvollziehen, dass die Evolution grundsätzlich aus Ungleichheitserzeugung besteht, nämlich Mutation und Selektion, also Variation, Ungleichheitserzeugung und Selektion? Natürlich, die Ungleichheit ist sicher da in allen möglichen Eigenschaften, aber das drückt dann ja nichts aus über den Wert. Nein, das ist genau, das ist der Punkt. Also wir wollen ja eine glückliche Gesellschaft für alle, egal wer und wie und wo, ja.
Aber eben, wir müssen auch über bestimmte Dinge nachdenken, denn dieser vorteilbringende Irrtum ist der, einer der größten schädlichen vorteilbringenden Irrtümer der Menschheit, der Gleichheitsirrtum sozusagen. Ja? In Wahrheit ist auch die Vorstellung, jedes Kind, das geboren wird, aus dem sozusagen, also ein SPD-Politiker würde manchmal sagen, mancher SPD-Politiker würde sagen, jedes Kind, das geboren wird, aus dem mache ich ihn ein Genie. Ja? Und das hat aber, das ist naturwissenschaftlich schon hundertfach untersucht worden, ist genau das Gegenteil ist der Fall. Wissen Sie, unsere Urgroßeltern hatten vor 4 Millionen Jahren Gehirne von ungefähr einem halben Liter Hubraum. Sprechen wir mal in Hubraum wie beim Automotor, ja? Und selbstverständlich können Sie machen, was Sie wollen. Sie bringen diesem Halbliter Hubraumgehirn bestimmte Sachen, können Sie nicht beibringen. Ja? Das ist einfach nicht leistungsfähig. Ja? Und wir haben heute Menschen, die schwanken zwischen 1 Liter Hubraum und 2 Liter Hubraum im Erwachsenenbereich. Und natürlich im Durchschnitt, es gibt niemals 1:1 Korrelationen oder 1,0 Korrelationen, wie es ja wissenschaftlich genau heißen muss, sondern natürlich ist die Gehirngröße nicht identisch mit der Intelligenz und nicht identisch mit dem Schulnotenpotenzial und dem beruflichen Erfolgspotenzial schon gar nicht. Aber es sind doch relativ hohe Korrelationen. Im Durchschnitt haben Leute mit einem 2-Liter Hubraumgehirn tatsächlich meistens mehr Erfolg als die mit dem 1-Liter Gehirn als Erwachsene. Ja? Und das, da können Sie mit Bildung machen, was Sie wollen. Sie können ein 1-Liter Gehirn, Sie können den zu einem fähigen Mitarbeiter irgendwo bewegen und ausbilden und so weiter. Aber Sie können niemals ein Genie draus machen. Ja, das geht einfach nicht. Ja, dieser vorteilbringende Irrtum steckt hinter dem Grundeinkommenskonzept, nämlich dass alle Menschen im Prinzip gleich seien. Und von daher ist es nämlich dann auch nicht mehr wichtig, denn wenn Sie mal denken, 1500 bedingungsloses Grundeinkommen, jetzt gehen wir mal von Richard David Precht weg und sagen, auch für die neugeborenen Kinder 1500, ne? Das wäre ein sehr großzügiges, bedingungsloses Grundeinkommen. Was wäre die Folge? Eine clevere Mutter würde sagen, ja gut, wenn ich jetzt jede 10 Monate ein Baby bekomme, komme ich auf ein Monatseinkommen von irgendwann 30.000 Euro im Monat, 40.000 Euro im Monat, ohne je arbeiten zu müssen, außer dass ich Kinderbetreuung mache. Und ob ich die Kinder vernachlässige oder nicht vernachlässige, spielt dann auch keine Rolle mehr. Ich kriege meine 30.000, zumindest so lange, bis das Jugendamt mir die Kinder entzieht. Ja? Aber alles, was unter der Jugendamtsgrenze ist, kann ich die Kinder verwahrlosen lassen. Hauptsache, ich kriege ja jedes Mal 1.500. Jetzt könnte eine Mutter oder ein Paar sozusagen, wo der Vater Alkoholiker ist, dann somit damit seine Sucht oder seine Heroinsucht damit finanzieren. Und das spricht so, also bis jetzt habe ich noch kein Argument gefunden, das sagt, das ist das Killer-Argument gegen jedes große bedingungslose Grundeinkommen. Ja, dass wir Massen an Kindern genau von der sogenannten Hauptschulabbrecherin bekommen würden. Und wir haben ja eher das Problem, dass wir viel zu wenig Kinder von unseren Karrierefrauen bekommen. Da müssen wir was tun, sozusagen. Aber das bedingungslose Grundeinkommen würde das genau umdrehen. Wir würden quasi die volkswirtschaftliche Leistungsfähigkeit und die durchschnittliche Intelligenz, nicht den Intelligenzquotienten, denn der wird immer auf 100 auf den Durchschnitt geeicht. Wir würden die durchschnittliche Intelligenz der Bevölkerung drastisch nach und nach schwächen und würden damit volkswirtschaftlich den Ruin Deutschlands einleiten. Und das, bis jetzt habe ich kein Gegenargument gegen diese These gefunden. Hat jemand ein wirklich griffiges Gegenargument dagegen? Nee, ich habe ein verstärkendes Argument. Und zwar das Argument, dass wir oft die Fehlvorstellung haben, der Respekt vor der Freiheit der Menschen wäre, jeden orientierungslos einfach machen zu lassen, was er Lust hat. Wahre Freiheit wäre eher, alle gleichermaßen mitbestimmen zu lassen daran, was für alle gut ist. Also mit dieser Orientierung. Und das auch in überprüfbarer Weise. Da könnte sich auch keiner beschweren, dass seine Freiheit missachtet wird. Ja. Ja, und Herr Dr. Bülker, leuchtet das halbwegs ein, dass man über Grundeinkommen sollte man sehr sorgfältig nachdenken, denn die Bevölkerung versteht nicht, warum das nicht geht, aber sie hat ein Gefühl, dass das nicht geht. Und damit verlieren sie schon mal 30% aller Wähler.
wenn Sie von einem großen bedingungslosen Grundeinkommen reden. Weil das im Gefühl hat die Bevölkerung, da ist was faul an dem Modell. Ja, ich denke, man muss da schon sich genau Gedanken dazu machen, wobei ich jetzt sozusagen als Messgröße hier zu sehen, die Intelligenz alleine. Ich meine, es gibt hier andere Qualitäten des Menschen, die ihn auch zu einem sehr wertvollen Teil der Gesellschaft machen. Und das kann auch praktische Intelligenz sein. Und da muss man auch sehr aufpassen, dass man nicht so eindimensional eine Wertvorstellung festlegt. Ja, auf der anderen Seite muss ich noch mal, ich stimme Ihnen zu. Also unser Ziel ist ja auch, dass der mit dem 1 Liter Gehirnvolumen auch ein genauso gute Wohlfühlstimmen irgendwann abgibt, glücklich lebt, gesund lebt, lange lebt und so weiter. Da sind wir uns völlig einig, ja? Aber wir müssen uns klar sein, die letzte große Erfindung in Deutschland war die Erfindung des Computers 1941. Das wissen wir alle eigentlich gar nicht, dass das wirklich in Deutschland erfunden wurde. Aber die alle großen Erfindungen der letzten Jahrzehnte, ich denke nur ans iPhone, an Windows, ich denke an Google, ich denke an Facebook. So fragwürdig, wie diese fragwürdigen Erfindungen auch sind. Aber alles Große wirtschaftlich wurde in den letzten Jahrzehnten außerhalb Deutschlands erfunden. Und Deutschland, der gesunkene Intelligenzdurchschnitt Deutschlands, macht sich also drastisch schon bemerkbar. Und Professor Hans-Werner Sinn sagt, Europa und Deutschland sind auf dem Aussterbeast, und ich ergänze, wie das Römische Reich. Wir stehen in vielerlei Hinsicht, Europa steht vor einem volkswirtschaftlichen und gesamtwirtschaftlichen Aussterbeprozess wie das Römische Reich 200 Jahre, bevor es dann ganz kaputt war. Ne? Also wie Cornelius das sieht, sehe ich das auch. Die Intelligenz ist meines Erachtens nicht der Maßstab. Also die Leute, die super intelligent sind, sind meiner Meinung nach nicht diejenigen, die ein Land entwickeln und ein Land nach vorne bringen. Das sind diejenigen, die von der Gesellschaft genutzt werden. Das ist genauso falsch wie der Ansatz, der Stärkste wird das Land führen. Der wird jederzeit von einem schlauen, pfiffigen Typen ausgetrickst und an die Wand gespielt. Aber diesen schlauen Typen, den gibt es eben halt auch relativ selten. Also es ist doch so, dass je schlauer viele Leute sind, je theoretischer sind sie, je weniger PS kriegen sie auf den Boden. Und damit bringt man eine Gesellschaft und überhaupt nichts nach vorne. Und die Dinge, die was nach vorne bringen, das sind oftmals nicht die hellsten Kerzen auf der Torte, aber das sind diejenigen, die einen praktischen Ansatz haben, die ein Gefühl für Menschen haben, die Qualitäten haben, die meisten Theoretiker, die irgendwie im IQ-Bereich ganz oben sind, nicht haben werden. Da stimme ich Ihnen voll zu. Genau das ist es ja. Wir unterscheiden noch den Begriff der Klugheit. Das ist ungefähr das, was Sie mit schlau und pfiffig meinen. Ja? Die Klugheit unterscheiden wir ganz zentral von dem Intelligenzbegriff, denn es gibt im Intelligenztest Leute mit einem IQ von 160, die völlig lebensunklug sind, also die weder schlau noch pfiffig noch lebenstüchtig noch lebensklug sind. Also insofern sind wir uns immer bewusst, dass wir alle nur versuchen, eigentlich reden wir von Lebensklugheit, von Pfiffigkeit, von Cleverness, von Schlauheit, aber die können wir leider nicht direkt messen. Und das andere sind ja nur Hilfsgrößen sozusagen. Und das ergibt sich doch eher aus dem Bildungssystem, wenn es geändert ist. Ja? Ja, ja. So, wenn das Bildungssystem dafür sorgt, dass ganzheitlich bessere oder ich sag mal vollständigere Menschen in Anführungsstrichen produziert werden, so dann sind genau diese Menschen später eben auch nicht nur im Bildungssystem als Lehrer tätig, sondern natürlich auch in den Unternehmen und natürlich auch in den ganzen staatlichen Instituten.
Ja, und Herr Lohse, Sie haben es ja vorhin richtig gesagt, ja, Rudolf Steiner haben Sie zitiert. Ich schätze ungeheuer, ich habe Mitarbeiter gehabt, die waren auf der Waldorfschule und ich habe selten solche klugen, pfiffigen und schlauen Leute gefunden wie Waldorfschulabsolventen, ja. Also von daher sage ich ganz klar, unser Bildungssystem wird ein solches ganzheitliches System werden. Man wird sich ganz viel von den Waldorfschulen auch abschauen und so weiter. Und meine Erfahrung ist, ich hatte nie bessere Mitarbeiter als Waldorf-Absolventen. Ne? Also von daher genau diese Bildungsideale, also es wird auf sozusagen ein, wie Sie sagten, Herr Lohse, unser Erziehungs- und Bildungssystem würde auf diesem Weg einen ganzheitlichen Bildungsprozess in Gang bringen, der ganz nah am Kind ist und ganz nah an der Lernfreude des Kindes ist und an den Entwicklungsmöglichkeiten, an den evolutionspsychologischen Stufen ist, würde sicherlich auch das postkonventionelle Level versuchen, sozusagen zu ermöglichen im Bildungsrahmen und so weiter, durch viel Gruppenarbeit und Teamarbeit und alles Mögliche und gemeinsam an einem Strang ziehen und, ja. Also genau das, darum geht's ja bei diesen Reformen, ja, dieses ganzheitliche positive Entwicklung einer Gesellschaft, einer menschlichen Gesellschaft, aber die Schärfe, also ich warne davor, sich abschrecken zu lassen durch die Schärfe der Messungen und so weiter. Das ist einfach so, der Wildwuchs, den wir bis jetzt hatten, der hat sich ja nicht bewährt. Wir haben die halbe Erde kaputt gemacht, wir haben Kriege erzeugt, wir haben überall Probleme erzeugt, wir haben massenhaftig übergewichtige Menschen, kranke Menschen, wir haben chronisch kranke Menschen, Krebs wird zur häufigsten Todesursache der Menschheit und so weiter. Alles, wir haben Gifte überall, Umweltvergiftung, also dieser Wildwuchs ohne diese klare Lenkung im System hat sich ja schon als gescheitert erwiesen. Der ist ja schon gescheitert. Also wir brauchen diese gewisse Stringenz und dann brauchen wir Vielfalt und Marktelemente und so weiter, in denen sich dann die besten Ideen durchsetzen. Da kann ich was ergänzen, Dylan, weil ich glaube, dass da einige tabuisierte Themen ja auch mit im Spiel sind. Eben war ein Argument, wir dürfen da nicht jetzt so eine Werteorientierung reinbringen, um die Menschen dann zu bewerten. Ich glaube, wir müssen das mal ganz gründlich überprüfen, weil Verantwortlichkeit ein Wert ist. Und verantwortliche Entwicklung fürs Gemeinwohl aller verantwortliche Entwicklung muss der Zentralwert allen politischen Geschehens sein und auch der Zentralwert der gesellschaftlichen Entwicklung. Das ist nichts, was wir tabuisieren dürfen oder wo wir sagen dürfen, es ist besser und freier ohne so eine Wertorientierung. Und dann kommen wir auch zu ganz anderen Kriterien, weil wir haben dann nicht mehr nur das Problem, dass entweder die äußerlich Stärksten nach dem Leistungsprinzip den das Ruder an sich reißen oder die am cleversten Tricksenden, sondern es gibt eine ganz andere Kategorie dann. Nicht der äußerlich Starke, der besser die Keule schwingen kann, nicht der Gamer und Rumtrickser, sondern der in überzeugender Weise verantwortlich denken kann und die anderen Menschen damit auch für sich gewinnen kann oder für das, was er vorschlägt, gewinnen kann. Das ist die beste Orientierung und das müssen wir überhaupt als Maßstab so richtig herauskristallisieren und auch überprüfbar machen und auch testbar machen. Und dann haben wir da eine Linie drin vom Schulunterricht schon, wo wir solche Qualitäten, die im Moment noch nicht mal angesprochen werden, die überhaupt gar nicht vorkommen, dass wir die auch für die persönliche und gemeinschaftliche Entwicklung der Schüler zugrunde legen können, bis hin zu den höchsten Politebenen. Ja, Jürgen, ich will dein Argument nochmal vertiefen, nämlich ich will sagen, eigentlich verdient ja in dem neuen System nur noch, wer wirklich allen anderen Menschen dient, der Gesellschaft. Ja, also genau. Diener sein, verantwortungsbewusster Diener des Wohlergehens aller anderen Menschen zu sein, wird ja dann das höchste Lebensziel. Ja? Und maximale Verantwortung für die anderen und für die Gemeinschaft und für, ja, das wird ja zum obersten Ziel jedes Menschen durch dieses neue System, ja. Und das bedeutet also, dass das, und schauen wir uns doch mal die Gesellschaft an, ehrlich.
Wer dient denn heute noch seinem Mitmenschen in der Gesellschaft? Jeder geht doch skrupellos, macht Kohle auf Kosten aller anderen und so weiter, gnadenlos, egal was passiert, egal ob ein Krieg dafür initiiert werden muss, damit ich mal wieder ein paar mehr Waffen verkaufe und so weiter. Also wir gehen doch alle über Leichen gegenseitig, ja? Und dieses neue System macht uns zu dienenden, verantwortungsbewussten, sozialen Menschen, die das Wohl des Ganzen immer im Blick haben, weil, und dabei helfen wir ihnen mit ein bisschen Verdienstzuschläge, Lenkung durch positive Anreize, helfen wir ihnen, diese menschliche Qualität zu entwickeln, die an sich in jeder Gruppe sich von Natur aus evoluieren würde, aber wir haben ja jetzt noch nicht mal die Gruppe, also wir müssen quasi jetzt erst einmal Hilfssteuerungen einführen. Eigentlich sind die positiven Anreize, Hilfssteuerungselemente in einer echten Gruppe, ja, zum Beispiel wird niemand mehr kriminell, weil er ganz anders liebevoll eingebunden ist und gar nicht mehr gegen die Gruppe handeln will, ja, aber noch brauchen wir das als Übergangsmaßnahme, müssen wir die Leute noch ein bisschen durch positive Anreize, durch Verdienstzuschläge dahin lenken, wirklich voll verantwortungsbewusst, ein voll verantwortungsvoller Diener aller anderen zu werden. Ja? Und das ist, sozialer geht's nicht. Ne? Denn wir sind ja von der Grundorientierung eher linkslastig als Weltrat. Also insofern, und reden immer gerne und beziehen immer gerne die Liberalen von Mises und Hayek und wie sie alle heißen, Herr Lohse, die beziehen wir natürlich immer alle mit ein. Ja, wir machen immer das Beste für alle, sozusagen. Ne? Und aber zum Besten für alle gehört auch eine volkswirtschaftliche Leistungsfähigkeit. Denn viele, Herr Wülker, eine Sekunde noch, viele vergessen, dass die Indianer durch uns Europäer abgeschlachtet wurden. Und es gibt kein Naturgesetz, dass wir nicht in Zukunft die sind, die Europäer, die von der Welt abgeschlachtet werden. Wir müssen eine relative, solange nicht die ganze Welt pazifistisch geworden ist, und das ist sie noch lange nicht, ja? Und da müssen wir hart dran arbeiten, dass wir da hinkommen. Da sind wir beim Thema äußere Sicherheit und Reform, entsprechende Reform. Aber solange wir noch auch ein bedrohter Kontinent sind, müssen wir noch militärisch, defensiv, rüstungsmäßig immer noch im Hightech-Bereich bleiben. Und wenn wir jetzt einfach so sagen, es ist uns egal, ob die Kinder, die geboren werden, völlig gar keine Chance haben, auch Erfinder von Techniken zu werden, ja, von Technik zu werden, dann ist es genau das, nennt man die spätrömische Dekadenz. Ja? Wir dürfen da nicht zu gleichgültig werden, sondern wir müssen es eben auch ermöglichen, dass unsere Karrierefrauen endlich wieder ein paar Kinder kriegen dürfen. Und das haben wir ja verhindert durch unsere bisherige Politik. Und das, deswegen wäre eine der nächsten Reformen, wäre ja dann auch die Bevölkerungs- und Familienpolitik. Ne? Ich wollte nur sagen, ich muss mich jetzt verabschieden und wünsche Ihnen noch einen schönen Sonntag. Ja, sollen wir denn nicht alle ein Ende finden? Oder wie ist die Stimmung? Will noch jemand? Also, ich gerne. Ja. Also ich denke, wir könnten durchaus ein Ende finden jetzt im Moment und uns auf nächstes Mal vertagen, oder wie? Ja, nächste Woche Sonntag oder in 2 Wochen Sonntag, wie passt es? Das muss ich nochmal mit meinen Kollegen abstimmen. Also bei mir geht es nächste Woche Sonntag nicht, weil ich da einen Termin habe über das ganze Wochenende. Ja, Herr Dr. Wülker, fassen Sie vielleicht nochmal abschließend zusammen. Wie fanden Sie das jetzt? Das war jetzt heute wirklich schwierig, aber wir haben ja auch die schwierigste Reform von allen zum Zentrum gehabt. Ne? Was ist Ihre Idee dazu bis jetzt zum heutigen? Wir haben jetzt ja einiges heute besprochen. Naja, also es war sehr interessant, wieder die verschiedenen Ideen zu hören. Für mich ist noch ein Punkt, der ein bisschen offen ist. Wir hatten uns ja im Rahmen Gesundheitspolitik oder Politik auch damit beschäftigt, wie bringe ich die jetzt in den Positionen befindlichen Menschen dazu,
sozusagen kooperativ zu sein, wenn man was verändert. Und bei den Politikern hatten sie dann über die Erhöhung von Diäten zwischenzeitlich gesprochen. Ja, zwischenzeitlich. Das ist eine Frage, die für mich sozusagen auch bei diesen Sachen, die beim Arbeitsamt Mitarbeiter und so weiter mit reinspielen wird. Das ist vielleicht auch was wir das nächste Mal dann nochmal ein bisschen übergreifender diskutieren könnten. Genau. Und ich meine, der Grundtenor ist eben immer wieder Maße zu finden, mit denen man eben, oder Messgrößen zu finden, mit denen man eben positiv einsteuern kann und die Menschen dazu bringt, sich Gesellschaft im Sinne der Gesellschaft und der anderen Menschen positiv zu verhalten. Ja, also kurz, vorteilbringende Irrtümer aussterben lassen durch positive Anreize, die auf den soliden Messgrößen, also wissenschaftlich gesehen Operationalisierungsproblem, die also gut operationalisiert sein müssen und als Messgrößen wirklich taugen, um positive Anreize effektiv zu setzen. Hm? Genau, und da denke ich, sind eben Messgrößen, die als positive Anreize relativ zeitnah eine Rückkopplung ergeben, sind gut. Und da ist beim Bildungssystem, hatten wir ja länger drüber diskutiert, vielleicht auch dann ein bisschen das Problem des Zeitnahen oder wie man das weiter unterbricht, damit man dann doch eine Rückkopplung hat und nicht erst nach 20 Jahren, wenn die Person ausgebildet ist. Genau, aber da hatten wir ja das Konzept, dass wir im Prinzip auf jeden Jahrgang runtergehen könnten und dann mit diesen Eingangstests sozusagen ein vorläufiges Hilfsmittel hätten, was natürlich nach und nach an der Realität validiert werden muss. Das wäre dann so ein kurzfristig, denn eine Kita-Mitarbeiterin braucht eine ganz kurzfristige Rückmeldung, eine vorläufige erste Rückmeldung. Ja. Und wenn ich da hinzufügen darf, und ich hatte gesagt, wir brauchen nicht nur die Maßstäbe, die in 20 Jahren oder nach einem Jahr irgendwie als Effizienzmaßstäbe so messbar sind, sondern auch neue Effizienzkriterien wie wissenschaftliche Persönlichkeit und Verantwortungsreife, die sofort messbar ist und auch sofort von dem Schüler persönlich und der Schulgemeinschaft auch als vorteilhaft, auch im politischen Sinne, vorteilhaft erlebt werden kann. Ja, aber wie gesagt, so Schlusswort von mir ist jetzt so, Herr Dr. Bülker, Sie können gleich noch abschließend ergänzen, was Ihnen noch so im Kopf rumschwirrt sozusagen. Aber wir müssen uns klar sein, die Zeit ist knapp. Diese zwei Sendungen, die jetzt auch heute wirklich einige heiße Eisen berührt haben, ja, zum Beispiel bedingungsloses Grundeinkommen ist ein ganz heißes Eisen oder auch die Gleichheitsvorstellung ist ein ganz heißes Eisen, ja, und es kommen noch einige mehr, aber bitte versuchen Sie, ich sende Ihnen natürlich wieder das Original der Sendung zu, versuchen Sie, ob in der Partei überhaupt wenigstens einige vernünftige Leute da bei allem mitgehen können. Denn irgendwann muss es ja beginnen, dass über Bodo Schiffmann oder andere prominente Persönlichkeiten das auf Sendern veröffentlicht wird, wo wir mal die Ebene 50.000 Klicks erreichen, ne? Denn sonst wird die Wahl nicht gewinnbar sein und 56% kriegen wir im ersten Anlauf nicht, die ja die Testwahlen der Next Scientist for Future ergeben haben, die kriegen wir wahrscheinlich auf keinen Fall, aber 15 bis 20% kriegen wir auch nur, wenn jetzt wir relativ zügig sind, denn die Bundestagswahl kommt viel schneller als wir denken. Und der nächste Punkt ist, dass eben, wie Sie richtig sagten, ein großes Thema ist, wir nehmen wir die zukünftigen Koalitionspartner mit, sodass die sagen, okay, ich gewinne durch die Reformen auch und ich gewinne sogar finanziell dadurch. Ja, das ist, haben Sie ja schon richtig gesagt, dass wir darüber ausführlich sprechen müssen. Genau, also ich meine, das Thema, an dem Thema sind wir dran, das möglichst zu verbreiten, wobei sich da manche realpolitische Umsetzung ein bisschen zögerlicher darstellt in meinen Augen, als man es sich wünschen würde. Aber da sind wir auf jeden Fall auch dran, weil Sie haben vollkommen recht, die Zeit ist knapp und wenn man in der Bundestagswahl mitspielen möchte, muss rechtzeitig davor dann ausreichendes Programm stehen. Ja, und eben so, also das bedingungslose Grundeinkommen ist ja ein ganz heißes Eisen, aber ich habe ja Ihnen hier heute damit auch klargelegt, was aus naturwissenschaftlicher Sicht
der Grund ist, warum eine Partei, die sowas in ihr Programm schreiben würde, bei vielen Wählern eventuell von vornherein unten durch wäre. Sozusagen, das sind so Killer-Kriterien, wo doch die Masse der Bürger spürt, so ein großes bedingungsloses Grundeinkommen, da stimmt was nicht. Von daher, das ist ja das Schöne, dass wir hier jetzt mit diesem naturwissenschaftlichen Hintergrund eben warnen können davor, bestimmte Dinge in ein Parteiprogramm zu schreiben, mit denen man von vornherein dafür sorgt, dass man unter 1% der Wählerstimmen bekommt, sozusagen. Ne? Ja, absolut richtig. Ja, ich hätte jetzt von meiner Seite eigentlich nicht mehr so viel da hinzuzufügen. Wir werden uns das in unserer Organgruppe genauer diskutieren und wie ich am Anfang auch bereits sagte, das muss sich dann natürlich auch in die anderen Gremien weiter umsetzen und dieser Prozess beginnt erst zu laufen. Ja, wir hatten in der ersten Sendung vielleicht manchmal etwas zu wenig Diskussion, heute hatten wir sehr viel Diskussion. Wir werden so nach und nach schauen, dass wir so eine Mitte finden, ja, dass wir also sozusagen konkrete Reformen und die Diskussion derselben so in einer gewissen Waage versuchen zu halten. Aber ich denke, die Sendung heute ist wieder immerhin höchst aufschlussreich und verdeutlicht manches von unserem Grundsatz, vorteilbringende Irrtümer, VIs, aussterben lassen durch positive Anreize. Ja, können wir uns verabschieden? Sind alle einverstanden? Wir sind ja nicht mehr viele. Ja. Ich denke, ja. Ich habe noch eine letzte Frage. Wird das Gespräch veröffentlicht werden oder bleibt das intern? Das ist alles, wird alles veröffentlicht, aber nur im kleinen Rahmen. Ich schicke Ihnen gern auch das Original zu, sodass Sie das auch gerne auf Ihrem Sender oder bei IT und so weiter, ET und so weiter, überall gerne anbieten können. Denn ich finde, mit diesen zwei Sendungen, die wir jetzt haben, noch seit Jahrzehnten wurde in Deutschland nicht so vernünftig über die Zukunft Deutschlands und der Menschheit und Europas diskutiert wie jetzt in diesen zwei Sendungen. Und ich glaube, dass ganz viele vernünftige Leute total begeistert sein werden von diesen Sendungen. Ne? Ja, und dann würde ich für meinen Kanal, zumindest aus dieser Sendung, mal alles, was jetzt nicht ausdrücklich für die Diskussion förderlich ist, wie irgendwelche Rückfragen oder so, oder jetzt so eine Abschlussfrage, was können wir, wie wollen wir uns verabschieden, alles mal rausschneiden. Ja? Super, super. Das Wesentliche übrig bleibt. Das heißt, ich könnte dann das auch jetzt den anderen dann zur Verfügung stellen. Super, dann haben wir eine Langversion und eine geschnittene Version. Super, sehr genau, gut. Danke. Eine geschnittene Version, ja, ja, und die ist dann quasi eine Rohfassung und dann kann jeder damit machen, was er will. Und ich würde auf meinem Kanal die natürlich entsprechend in meinem Interesse ein bisschen werblich aufbereiten. Ja. Dass dann da auch wieder 500 oder 1000 Leute reingucken, ja. So eben mit meinem Layout. So, aber die Rohfassung, glaube ich, sollte eben alles, was jetzt so an Störsachen ist, so wie ich vorhin dachte, ja, können wir nicht mal irgendwie die Nebengeräusche beseitigen, ja, das interessiert ja keinen normalen Zuhörer. Ja. Also genau, also da freue ich mich drüber, denn genau das haben wir ja auch gesucht. Wir waren ja sogar bereit, an Oval Media haben wir ein Angebot gemacht, ein gewisses kleines Honorar sogar dafür zu bezahlen, dass die mal eine gute geschnittene Version aus all den Sendungen machen, also Corona-Ausschuss und eben der ersten und der zweiten Sitzung, die ja heute damit aufgenommen wurde, eben zu machen. Und aber wie gesagt, Herr Dr. Wülker, wir müssen irgendwann in den Prominenzbereich bekommen. Herr Lose ist schon relativ prominent, also er kann es sicherlich schaffen, 1000 Klicks zu erreichen, ja, aber wir können das zum Beispiel alleine nicht, weil eben Wissenschaftler ja ihre nicht deswegen gute, die meisten Wissenschaftler, die richtig gut sind, legen es ja nicht drauf an, prominent zu werden, ne, und sind es auch nicht geworden, sozusagen. Und jetzt, wir brauchen aber, es wird keinen Wahlerfolg geben, ohne dass sich die ganze Prominenz einschaltet. Professor Bakhti, Dr. Wodak und all diese Namen und all diese prominenten Sender. Ich habe hier eine ganz große Liste aller prominenten Sender in Deutschland. Ja? Wenn die nicht mitziehen am Ende, dann kommen wir nie zu Maybrit Illner und zu Maischberger, wo Jürgen Wagner ja schon war. Ne? Ja, also ich denke, man muss das
auch einfach wirklich als Diskussionspaket sehen, was in den Raum gestellt wird. Ja, also ja. Natürlich hat Wir 2020 die konkrete Fragestellung, was packen Sie in Ihr Parteiprogramm rein? Das sehe ich ganz deutlich. Ja. So, andererseits, unabhängig davon, was Sie reinpacken, ja, in dem Moment, wo solche Gespräche auch von Wir 2020 veröffentlicht werden, kommt eine Diskussion in Gang, ja, die auf jeden Fall fruchtbar sein wird, weil eben sehr viele Leute ja völlig unklare Vorstellungen haben, was man alles machen könnte. Ja. So, und nur zu sagen, wir wollen unsere Grundrechte zurückhaben oder wir wollen verfassungsgebende Versammlung haben, das ist ja alles viel zu dünn. Ja, ja, damit ja, kann man ja nicht arbeiten. Damit kann man auch keine Wahl gewinnen. Das geht nicht. Nein. Also ich mache Folgendes. Ich schalte jetzt mal unsere Maschine ab. Wir können ja ruhig noch ein bisschen plaudern, aber ich schalte unsere Aufnahmemaschine ab, sonst muss ich selbst eventuell rumschneiden. Aber so haben wir es für heute. Wir haben eine hochinteressante Runde und jetzt können wir ja da noch ein bisschen plaudern und ich verabschiede jetzt mal die Maschine, die Aufnahmemaschine, ja? Ja. Alles klar. Okay. Tschüssi. Für die Zuschauer, die Internetzuschauer, ich schalte jetzt die Aufnahmemaschine ab. Tschüssi.